Hast mir ganz schönen Scheiß eingespielt. Ich dir nicht, du dir selber. Ich weiß. Ich würde gern meine VR-Brille stornieren. Das ist ja das Verrückte. Du machst alles, was du magst, machst du selbst, ohne das zu machen. Ja. Es ist so simpel, du erkennst irgendwann einmal, dass die einfachsten Worte nicht verstanden werden. Ja. Die Menschen um dich herum sind einfach nur Spiegelungen. Schau, ich bringe mal dir ein kleines Beispiel. Wenn man jetzt, und ich kann jetzt allgemein reden, den Chat, den du ja anschaust. Und wenn ich jetzt mein D-Arnie ausdenke, mein geöffnetes Arnie, die Daniela, und dann ist Ja. ja wieder so ein bisschen Gespräche über Fleisch essen, ja oder nein. Ja, gestern, ja. Und dann kommt immer wieder dieses Thema mit Leiden. Und ich sage, würdest du jetzt über Jahre Ohrenbohrungen dir anhören, wirst du merken, was das für eine Falle ist. Du erkennst hier bei den Figuren, die du dir jetzt ausdenkst, und das ist immer dein Problem. Immer dran denken, das Wort Problem heißt etwas Vorgelegtes. Vorgelegt ist, ja. Alles, was du dir vorlegst, ist etwas, was du dir selber ausdenkst. Wenn du träumst, das heißt, der erste Satz, der absolut verstanden sein muss: Ich bin jetzt ein träumender Träumender Geist. Geist, ja. Und ich sage jetzt dazu, der ich natürlich jetzt nicht bin, weil der träumende Geist ist was Ausgedachtes. Ich Gedacht bin ist, der, ja. der sich jetzt selbst als träumenden Geist setzt. Ich selbst bin ein absolutes Nichts. Aber ich fange erst dann an zu leben, in dem Moment, wo ich zum Träumen anfange. Und Träumen heißt, ich baue in mir, creatio ex nihilo, aus mir selbst Vorstellungen auf. Ich bin immer und ich werfe Gedankenwellen auf. Das ist Aber die davor sind alles ganz. programmabhängig. Sowieso. Aber jetzt ist ganz diese einfachen Sätze. Du wirst jetzt merken, wenn du den Chat anschaust, und ich rede ja immer nur zu dem Geist, der uns zwei jetzt ausdenkt. Das ist ganz entscheidend. Ich rede zu dem, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, der denkt sich jetzt zwangsläufig die Bianca aus und er denkt sich den Udo aus. Und jetzt ist natürlich dein Namen, wenn du anschaust. Be in mir ist Anker. Da gibt es einen wunderschönen Film von einem kleinen Mönchen. Da steckt das Anoki schon mit drin. Der sieht fast genauso aus wie du, Bianca. Und wie heißt der Ich stelle Film? dir das Bild dann danach rein. Ich stelle Ja. das danach ein, da können wir noch drauf. Da geht es um die vier Mächte. Ja. Und der ist natürlich von der normalen Filmindustrie wieder verrissen. Ich kann nur sagen, meine Donis haben so sogar das Video gekauft, weil sie es so super klasse finden. Und jetzt kommen wir also zu dem, wenn du was liest, du reagierst auf Worte. Das heißt, du musst dir einfach nur bewusst machen, was jetzt da ist. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel in unseren Chat schaust und du liest dann Daniela, und dann kommt es über Fleisch essen mit Ja. Kohl, ich will ja nicht, dass die Tiere leiden, da solltest du dazu wissen, dass die eigentlich schon, ich glaube, seit 15 Jahren sich mit Holofilling beschäftigt. Kannst du es überhaupt geben, dass solche Fragen überhaupt noch Ja. fallen? Und jetzt ist es ganz wichtig, jeden, den du dir ausdenkst, der existiert in dem Moment, wo du ihn denkst, und er wird genauso sein, wie du ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Es beginnt schon dein Zwang, wenn du was liest, und das musst du dir eingestehen, du liest einen Namen, meinetwegen Daniela, und dann kannst du jetzt sagen, die kenne ich oder die kenne ich nicht. Zumindest wird dieses Wort in dir mit deiner jetzigen Programmierung die Vorstellung von einem weiblichen Schreiber dir ausdenken. Und das Ganze steckt letztendlich in dem nicht verstandenen Klingelingeling-Beispiel. Als Meine drauf. Beispiele sind extrem tief. Und ich sage jetzt, sollte es jetzt eine Daniela, einen Geistesfunk mit einem Daniela-Programm geben, dann muss ich mit Bedauern feststellen, dass der überhaupt nichts verstanden hat. Es geht los, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Keine einzige Figur, kein Lebewesen, das in meinem Kopf für einen Moment als Information auftaucht, hat als Ding an sich Schmerzen oder erlebt was. Es ist immer nur in dem Moment, wo ich es denke, und es wird sich dann so fühlen, wie ich mir denke, dass Es es ich ist bin, denk. dieses Lebewesen. Das ist meine Sache. Wenn du Zahnschmerzen hast, dein Zahn hat keine Schmerzen. Und wenn du dir jetzt Tiere ausdenkst, die gequält werden, haben diese Gedanken, die du hundertprozentig sicher jetzt denkst, es sind auch nur Gedanken da, die haben auch keine Schmerzen. Für dich wird es so sein, wie du das zwanghaft interpretierst. Die Gänse zum Beispiel in dem Video, im letzten Update.
Und das ist eigentlich die erste Erkenntnis. Wenn du diese Sätze nicht akzeptierst, wirst du leiden. Und es gibt Selbsterkenntnis. Und jetzt könnte ich wieder sagen, schnipp. Und jetzt pass auf, denk an deine zwei Beine und wackel mit den Zehen an den Beinen. Mach das. Wo waren jetzt die Beine und die Zehen, die du jetzt als Information vorliegen hast? Ja. Die haben nicht existiert, bis ich das angesprochen habe. Ja. Diese Sprache, diese Worte haben jetzt eine Information in dir aufgeschlossen. Ja. Und jetzt schau in dich rein und mach dir bewusst, was dein Programm, dein Alltagsbewusstsein dir noch aufzwingt. Ja. Ja, und das zwingt mir dann solche Reaktionen. Weißt du, jetzt rede ich ganz normal chronologisch, Bianca. Mhm. Weißt du, also für hunderten Selbstgespräche dieses Beispiel da ist, wo ich sage, schnipp, schau zur Tür hin, mach, dreh, denk an deinen Kopf, dreh den Kopf und schau zur Tür. Ja. Schau die Türklinke an. Wo war die Tür und die Türklinke? Ja. Sie ist in dem Moment entstanden, zuerst einmal feinstofflich, wo ich gesagt habe, so, und jetzt denk an deinen Kopf und jetzt denk an die Tür und dreh diesen Kopf und dann holst du auf deine Verabredung, holst du die Tür mit der Türklinke und jetzt schau in dich rein, in deinem ganz normalen Alltagsbewusstsein, inwieweit du noch hundertprozentig sicher dich wähnst in dem Wahn, dass das Zeug auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst. Ja. Und so einfach, solche Sätze, es ist so unendlich einfach, von einer Sekunde auf die andere in einen vollkommen neuen Bereich einzutreten. Aber erst, wenn du komplett dein Programm durchschaut hast. Ja. Und rein das Begreifen, die Theorie, dass es so ist, ändert nichts daran, dass das nach wie vor in einer absoluten Hartnäckigkeit sich ständig wiederholt. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Das ist das, wenn ich immer wieder betone, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist. Und ich drohe dir nicht, ich warne dich. Mein altes Beispiel, wenn ich als Vater zu dir sage, lange nicht auf eine heiße Herdplatte, du wirst dir bitter, bitter böse wehtun, dann drohe ich nicht, sondern ich weise dich auf was hin. Ja. Und ich werde dich nicht zurückhalten, weil ich dir die Freiheit gegeben habe, dass du deine eigenen Entscheidungen treffen darfst und die auch erleben musst. Aber solange du das erste und das zweite Gebot brichst, du machst dir ein Bild von dir selber und hast einen Scheiß Angst um das, was du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Ja, wir wissen das. Ich weiß. Jetzt sind die alten Beispiele, Bianca, bei dir, wenn ich immer sage, wir haben die zwei Seiten des Nichts und des Alles. Und es gilt, die zwei Seiten waren automatisch zu vier Seiten. Da kann der einseitige Mensch, der in diesem Zwang der Einseitigkeit hängt, der wird aus diesem Gefängnis nicht rauskommen. Ich bringe ein paar Beispiele dazu, die zwar alle schon zigfach erwähnt wurden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du hast dann Glauben, alles, was du glaubst, was da außen auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst, kannst du, wenn du willst, wie in einem Videospiel immer wiederholen. Kannst du es auf die Verabredung und du kannst es realisieren. Das ist die eine Seite. Und wenn du glaubst, dass es da außen nicht ist, wenn du das überprüfst, wird es da außen auch nicht sein. Das sind die zwei Seiten. Es existiert da außen oder es existiert nicht da außen. Es ist nur ein Gedanke. Jetzt ist aber der Witz, ich betone immer wieder, sobald zwei da sind, denk an das Diapositiv und Negativ, sind nochmal zwei da. Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass du dich hundertprozentig sicher wähnst, in dem Wahn wähnst, dass da außen Sachen sind, dass du das glaubst. Wenn du das jetzt überprüfen willst, wirst du eventuell feststellen, dass es doch nicht da außen ist. Das ist die andere Seite. Gleich ein Beispiel. Und umgekehrt, dass du glaubst, dass da außen was nicht ist, was dann doch da außen sein kann mit entsprechendem Bewusstsein. Das gilt zum Beispiel für die ganzen hundertprozentig sicher, angeblich hundertprozentig sicher bewiesenen Fakten von Naturwissenschaftlern. Wenn wir in eins der vorhergehenden Selbstgespräche, in dieses 3-Stunden-Selbstgespräch reinschauen, da bringe ich ja diese kleine süße Maus. Wo ich sage, das ist eine tausendprozentige Materialistin. Wir denken uns wieder aufgrund von einer einen Reizauslöser, denken wir uns jetzt wieder an den Mensch aus, ob jetzt da nur Worte stehen, wenn du einen Roman liest, oder du Bilder siehst. Siehst. Du reagierst und baust da dir feinstoffliche Vorstellungen auf. Aber worauf ich jetzt da hinaus will, wenn man da mehrere Videos anschaut, dass hier die Fakten, da gibt es ein schönes Video für ihr, wenn man auf ihren Kanal schaut, zum Beispiel über Farben. Das ist das klassische Spiel mit den. Die erklärt dann auch die Stäbchen und die Zäpfchen in den Augen, diese Rezeptoren, dass da Rot, Grün, Blau Zäpfchen gibt, was ich ja zigfach schon physikalisch erweitert beschrieben habe. Und immer daran denken, ich sage, alles, was einem in deinem Traum erzählt, stimmt. Aber nur ein bisschen. Weil da kommt halt dann das Ganze mit dem Reflektieren, dass das weiße Licht von der Sonne kommt
Und es reflektiert ein Gemisch aus allen Frequenzen gleichzeitig. Das ist halt das, was du programmiert wirst, jetzt auf der Brösel-Ebene, wenn du auf deine Uni gehst. Aber da ist so viel, da fällt so viel zur Vollkommenheit. Mhm. Das ist das Allererste, dass es hundertprozentig sicher ist, dass du Licht nicht sehen kannst. Du kannst auch keinen Laserstrahl sehen. Mhm. Du hast noch den Wind gesehen. Mhm. Das sind lauter so Sachen, wo die beweisen, auch keine Wassermoleküle, dass ich immer sage, es sind logische Konstrukte. Das ist im ersten Moment sehr erschreckend. Aber das ist, man merkt, dass die Symbolik nicht durchschaut wird. Ich sage, in einem symbolischen Sinne stimmt alles, was du in Physik- und Chemiebüchern findest. Mein H2O. Mhm. Zwei H's in einem Augenblick. Mhm. Im symbolischen Sinne ist das vollkommen okay. Ganzheitlich gesehen, heilig gesehen. Raumzeitlich vorgestellt, das ist ja da außen, aber das ist so winzig klein, dass man es mit dem Auge nicht sehen kann. Mhm. Aber dann ist es trotzdem hundertprozentig sicher, dass es so ist. Mhm. Wissen ist schon immer vorläufig gewesen und fehlerhaft gewesen und es wird bis in alle Ewigkeit so sein. Und das Angstmachen wirst du irgendwann einmal aufgeben müssen. Ja. Heute früh dieses schöne, ein Ausschnitt drin, ein neues Update-Video. Ich habe schon gelesen, ja. Kommt Jesus, na, ich meine jetzt nicht das, was ich reingestellt habe mit Lazarus, ja, sondern von die Geschichte von dem Jesus mit dem Vertrauen. Mhm. Wo ich aufs, übers Wasser laufe und dann sage ich hier, komm, wie schwach ist dein Vertrauen? Mhm. Er geht zwar zuerst los, aber dann kommt wieder Zweifel. Mhm. Und ich sage immer, der Zweifel ist der Teufel. Mhm. Du frisst dich selber auf. Mhm. Weil du solltest dir eins klar machen, wenn du mir vertraust, vertraust du dem, der du eigentlich selbst bist, weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Ja. Dann vertraust du dem in dir, der ewig ist, aber wo du nicht sagen darfst, ich bin ja Geist oder ich bin ja ewige Seele, dir ist da immer noch nicht bewusst, dass du dich selbst so einen Gedanken von dir machst. Mhm. Du musst erkennen, was es bedeutet, etwas zu sein, was nicht existieren kann. Mhm. Als Ding an sich. Weil alles, was existiert, ist vergänglich. Und wenn du wirklich immer akzeptierst, was hundertprozentig sicher ist, dass dein Körper gar nicht existiert, wenn du nicht auf deinen Körper denkst. Schau, ich kann jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Pixelmännchen Bianca mir anschaue, als normaler Mensch kann ich das Bild interpretieren. Mhm. Ich kann mir jetzt zum Beispiel sagen, hat die Krebs? War die bei einer Chemo? Ich kann aber sagen, nein, das ist eine Erleuchtete, der kleine Mönch, wo ich gesagt habe, ist auch wieder ein gewisser Glaube. Es ist, weil man sieht es eigentlich nicht, es bleibt wieder deine Interpretation. Ich rede mit dem, der sich jetzt dieses Gespräch ausgibt. Ja. Also habe ich auch alles mir so interpretiert, gestern die Hausdurchsuchung und das Ganze alles mit der Polizei. Und alles. Aber ich glaube, der Einzige. Ich will jetzt keine Namen nennen, das kennen andere auch. Es wiederholt sich in verschiedenen Leben. Der Geistesfunk, der jetzt ein ganz spezielles Leben lebt, wenn er das anhört, ich nenne keinen Namen, der kennt dasselbe Spiel. Es wiederholt sich immer wieder. Ja. Und aber ich glaube nicht, dass mein Sohn jemand umgebracht hat. Was ist der jetzt? Ein Gedanke. Aber da, dann ist es so real wieder. Und dann ich meine. Wie findest du real? Also pseudoreal in meinem Film, hyperreal. Jeder Moment, den du auf der VR-Brille hast, alle jegliche Art von sinnlich wahrgenommener Information. Mhm. Ich kann immer wieder nur betonen, du musst keine Wörter auffächern. Du musst wieder lernen, einfach zu denken. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, sage ich. Was dich so blind macht, ist das, was du mein Wissen nennst, was gar nicht dein Wissen ist. Das ist eine zwanghafte Programmierung von Dogmen und du fährst auf den Gleisen dieser Logik. In dem Moment, wo du hier und jetzt bleibst, ohne Wörter aufzufächern und einfach schaust, was da ist, wirst du feststellen, dass jeder neue Gedanke, den du denkst, den bestehenden Gedanken zerstört. Jeder neue Blickwinkel, den du tätigst, jetzt machen wir natürlich mit dem Kopf, ich schaue nach rechts und nach links. Mhm. Der Witz ist, wenn du eine VR-Brille aufhast, ändert sich zwar das Bild, aber du drehst dabei ja keinen Kopf. Mhm. Es ist schon auch mit der VR-Brille, muss ich ja den Kopf drehen, dass sich das Bild verändert. Ja. Aber ich sage, wenn du ein normales Videospiel spielst und du hast nur den Monitor vor dir und du läufst durch die Wohnung und dann kannst du ja auch nach rechts und nach links schauen und dann hast du ja, wie wenn ich eine Kamera schwenk. Aber jetzt bin ich schon in der Vergessenheit, weil ich meine dann nach rechts und links zu schauen, obwohl ich ja immer nur in die eine Richtung schaue. Es ist immer die Richtung, in die ich schaue. Das ist eben dieses Umdrehen von den Seiten. Wir machen hier keine Esoterik. Das, was ich erzähle, ist
hundertprozentig sicher für jeden Geist rot geschrieben, der diese Gedankengänge mitgeht, wirst du feststellen, wenn du jetzt nicht laufen, das gibt es nicht und das ist unmöglich, oder du willst es erst gar nicht hören, oder ich verstehe das nicht, diese Interpretationen, die ja zwanghaft in dem normalen Unbewusstsein ablaufen. Wenn du das einmal abgeschaltet hast, die Filter, und du gehst mit, könnte ich so viele Geschichten erzählen, dann nickst du, du hörst dir, ich sage mal, 100 Stunden lang Selbstgespräche an. Und du wirst bei jedem einzelnen Satz, was du nicken und was ja sagen, bei manchen Sätzen sagst, da komme ich jetzt nicht mit. Intellektuell ist gar nicht so schlimm. Aber du wirst nicht sagen, das stimmt nicht, sondern du erkennst, das kann ich noch nicht fassen. Aber ich betone, die Elementaraussagen von Holofeeling kann jeder 13-Jährige sofort überprüfen. Du merkst es ja. Die sind ja einsichtig. Jetzt, was du jetzt denkst mit der Vergangenheit. Das ist natürlich immer wieder ein Schock. Ich teste dich. Der Test besteht darin, dass ich zuerst sage, ich erkläre dir, was du bist. Du bist ein träumender Geist, jetzt symbolisch ausgedacht. Du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst, aber alles, was du träumst, existiert immer nur in dem Moment, wo es von dir geträumt wird, hier und jetzt in deinem roten Kopf. Das heißt, du träumst auch dann, wenn du nicht an deinen jetzigen Körper denkst. Das heißt, das ist ja das Spiel. Dein Intellekt ist das Programm, ich nenne es entweder das Buch oder das Video, die Rolle, die du spielst, also diese, deine ganz persönliche Wissenskomplex, dein Intellekt ist das Programm im Arbeitsspeicher und es ist durchaus, dass du über Bilder mit Bildern Informationen konfrontiert wirst, schon die Worte. Jedes einzelne Wort ist perfekt. Ohne dass du an deinen Körper denkst. Und wenn ich das einmal akzeptiert habe, und jetzt kommen die Sätze, also zuerst musst du wissen, wer du bist. Was, besser genau gesagt, was du in Wirklichkeit bist. Und dann hast du einfach zu lernen, vor nichts und niemandem mehr Angst zu haben. Ja. Weil du fürchtest dich vor Gedanken, die du selbst denkst, natürlich in einem zwanghaften, unbewussten Zustand, die gar nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Und wenn ich jetzt immer sage, ein Denker und das, was er denkt. Der Denker ist immer These und das, was er denkt, ist der ständige Wechsel von Informationen. Ja. Ist These Antithese. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ich könnte es auch ein Subjekt und ein Objekt nennen. Das Subjekt, der Urgrund, der Urheber für die ganzen Objekte, für die Informationen, ist ja der Denker. Ja. Kann ich auch einen träumenden Geist nennen. Der ist immer unveränderlich derselbe Denker. Es ist dasselbe Subjekt, aber ständig wechselnde Objekte. Und jetzt kommt der Sprung, dass du, wenn du eine Stufe höher gehst, die Synthese machst, muss dir klar sein, dass du dir den Denker des Subjektes auch ein Objekt für den, der sich jetzt diese Rolle, These, Antithese vorstellt. Was jetzt so philosophisch klingt, ist eine ganz einfache Erkenntnis, die wirklich alles verändert, was du bisher erlebt hast. Und zwar in einen elementaren, in einen extrem tiefen Sinn. Das Hauptproblem ist der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Ich wiederhole das genauso. Ja, du sagst es doch. Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Ja. Und jetzt muss ich wieder normal reden, dass ich sage, wenn ich jetzt unter meine Geistesfunktion, meine Menschen als Brüssel unter Brüssel gehe, wo ich jetzt welche nehme, die 20, 25 Jahren gibt es jetzt einmal in deinem Lebensbuch prinzipiell Holofeeling. Und da sind jetzt welche, wie jetzt zum Beispiel die Ritter oder die Helene oder die Feddings, die jetzt ganz gezielt wirklich nach über 20, 23, 24 Jahren Holofeeling wie bei der Ritter, dass die immer dabei waren, aber die jetzt in ihrem Alter sagen, das ist der Wahnsinn, gestern, hier und jetzt gedacht, gestern. Spreche ich kurz mit Reto und Diana. Bei der Diana, die sind so sprachlos, die sagt, ich habe jetzt wieder angehört irgendeinen Almener-Vortrag am Alten. Sagt sie vor 2001 oder was? Sie sagt, Udo, wenn du dich hinsetzt, das ist Satz für Satz, der ganze Vortrag ist so präzise, alles, was du jetzt erklärst, hast du damals genauso gesagt. Ja, Bayreuth 2001, ja, ich weiß. Du warst ich war ja dabei. Und es rauscht durch, was du jetzt erkennst, wie blind Wissen macht. Ja.
wie blind Wissen macht. Und jetzt ist es das Geschenk, wo du kriegst, dass das mit einer Krankheit. Ja, das weiß ich. Ich habe dich einfach immer wieder, wenn ich sage, wir haben zwei Seiten. Unser Kegel, der Kreis ist gut, das Dreieck ist schlecht. Ist schlecht, aber ja. KGL wie eine Welle, ich sage das immer wieder, was in dir auftaucht, sind Gedankenwellen. Und die haben zuerst einmal vier Phasen im Einheitskreis. Und wir können das jetzt spiegeln. Du kannst deine Definition anschauen. Und mein altes Standardbeispiel für Neueinsteiger ist, ich denke mir jetzt mal aus einer materialistischen Logik heraus, was gut ist, ist ein Lottogewinn. Wir machen es aber richtig krass. Du hast Europa-Jackpot 50 Millionen Euro. Das ist so ziemlich für einen Materialisten so das höchste Glücksgefühl, wo er sich vorstellen kann, ihm wünschen. Und das Negative ist das, was du gekriegt hast. Du kriegst eine Krebsdiagnose, wo ich noch krasser gehe, wo der Arzt sagt, wir brauchen gar nicht mal anfangen, du hast noch 4 Wochen zu leben. Da wirst du jetzt, wenn du Menschen fragst, was möchtest du haben, wir haben jetzt wieder oben oder unten, rechts oder links, Gesundheit oder Krankheit, dann ist die Gesundheit ist der Lottogewinn und die Krankheit ist das Schlechte. Und du wirst feststellen, was ich gerade versucht habe zu erklären, dass sobald zwei Seiten da sind, musst du die spiegeln im Einheitskreis. Und dann wirst du feststellen, dass das, was ich dir gegeben habe in einem Raum, eine Notbremse war, ist ein Geschenk, weil dann hast du jetzt dich wieder nach 15 Jahren oder was angefangen mit Holofeeling auseinanderzusetzen. Genau, ja, das weiß ich. Der Schlüssel, weil du feststellst, wenn du den Lottogewinn hast, vergisst du das, den Sinn des Lebens vollkommen. Du bist voll in diesen Wahn des Kapitalismus rein. Ja. Und was ich immer wieder betone, du musst zuerst akzeptieren, dass du die Quelle bist für die Menschen, die du dir ausdenkst. Es sind nur Gedanken in deinem Kopf, es sind Kisten und du bestimmst auch, was die wissen und was die nicht wissen. Und das ist so die letzten Sätze, wenn ich jetzt zum Beispiel darauf hinweise, bring mir doch einen, der dir genau erklärt, was das Wort Mathematik heißt. Das tut nämlich weh. Bring mir einen einzigen, der wirklich verstanden hat, was diese Vorsilbe end bedeutet. Dass ich mir etwas aufbaue, vor mich hinstelle und dann das wieder zurückhole in mich selber. Das ist dieser Vorgang, und er nimmt aus dem Adam eine Rippe, eine Zelle, ein Schattenauge, mit Holofeeling, stellt es vor sich hin, sagt, das ist deine Chava, deine Eva. Das Wort Chava in den Wörterbüchern heißt etwas aussprechen, ausdrücken, ein Erlebnis haben. Du erlebst das, was du denkst, in Form von Worten, die du zu Bildern machst. Und du das wieder zurück in den Adam und mach dann einen Keil zwischen dem Denker und dem Ausgedachten. Was aber letztendlich eins ist. Der Adam ist die Synthese. Adam, der rote Adam, ist der, der sich jetzt an Adam als Denker und Ausgedachte, Seger, wie eine Gabe als männlich und weiblich ausdenkt. Für sich selbst, darum sage ich jetzt, denk, du bist ein träumender Geist, ist dasselbe, wenn ich sage, du bist ein Adam. Denk dir, du wärst ein Adam, dann bist du ein träumender Geist mit einer Traumwelt. Aber du bist eigentlich als Adam der Rode, bist du nicht diese Welle als Grundwelle, ist die Synthese von beiden. Sondern beides. Weil das Meer ist auch seine Wellen und die sind unter dem Baum miteinander verbunden. Ja, das ist eine gute Metapher. Das sind ja Sätze, die wiederhole ich. Ich rede jetzt wieder von Brösel zu Brösel seit 25 Jahren, eigentlich schon länger, aber jetzt in Verbindung mit Holofeeling, gebetsmühlenhaft. Ja, in jedem Gespräch. So Figuren, wo ich mir jetzt ausdenke, eine Daniela, die dann wieder anfängt mit Fleisch essen, wo dann unser Ildi noch mit reinmacht, mein Fleisch kommt aus dem Kühlschrank. Ja. Ich sage, das ist ein bisschen richtiger. Aber ein bisschen schwanger ist noch nicht schwanger. Ja, Matrix. Mein Fleisch kommt aus mir selbst, und zwar in dem Moment, wo ich an Fetzen Fleisch denke. Ja, man materialisiert sich. Und das Ganze ist definitiv das Gingelingeling-Beispiel, die zwei Seiten. Du musst dir bewusst machen, lebst du noch in dem Wahn, dass eine Information, die jetzt in dir auftaucht, dein Erklärungsmodell setzt jetzt die Ursache in die Vergangenheit, und in dem Moment, wo du dir das denkst, zum Beispiel den Anrufer denkst, der dich anruft, und deshalb klingelt dein Telefon. Das Ganze taucht doch in dir erst auf, weil es geklingelt hat. Ja. Das heißt, die Ursache ist es Klingeln, der Reizauslöser, wie ich das nenne. Und jetzt fängst du an, dir mit dieser anerzogenen Logik zu konstruieren, warum das in dir aufgetaucht ist. Ja. In dem Moment, wo du akzeptierst, dass du ein träumender Geist bist, ist es alles vom Tisch. Und dann kannst du dieses Schritt für Schritt das Umformen der Gnade, auch ein Beispiel, wo jetzt Daniela und Konsorte überhaupt nicht verstanden haben kann. Weil es ist immer derselbe Geist, der sich von Augenblick zu Augenblick umformt. Das heißt, es ist vollkommen unmöglich, dass ein jetzt existierendes Stück Fleisch, ein Schnitzel,
in der Vergangenheit ein Tier war. Das ist ein logisches Konstrukt. Du verwirklichst diesen Glauben und wenn du den nicht loslassen willst, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Die Menschen, die du dir ausdenkst, kriegen das gar nicht mit. Außer selbst wenn du dir jetzt denkst, dass ein anderer sich dieses Video anschaut, denkst du an einen Gedanken, der sich das Video anschaut und Gedanken von dir erleben nichts. Es wird sich für dich verwirklichen, wenn du das glaubst. Als Brösel und der Brösel ist es sehr trügerisch. Ich springe jetzt wieder, was ich so oft erwähne, an der ersten Almener Vorträge. Ich sage, ich erkläre das jetzt bloß den, der mich sprechen hört. Und wenn du jetzt glaubst, du bist in dem Vortrag und um dich herum sitzen Menschen, die hören mich auch, dann wird es für dich so sein. Und jeden, den du fragst, hörst du den Udo da vorne auch sprechen, der wird dir das antworten, was für dich ja logisch ist. Du machst es doch, was er dir antwortet. Du bist doch der träumende Geist. Und das ist das Einzige, was du wirklich verstehen musst. Das muss installiert sein. Es nützt nichts, wenn dir das nur logisch erscheint. Das ist, wenn ich immer wieder darauf hinweise, wenn du jetzt dich einklingst in ein Selbstgespräch mit deinem höheren Selbst, das ist das, wo ich sage, ich bin du. Das heißt, du bist jetzt sehr aufmerksam, der will doch nur dein Bestes. Das heißt, wer meinst du, könnte dir denn Besseres wollen, wie du selbst in einer höheren Form? Und es beginnt auch, dass du aufhörst, dich zu verwechseln mit einem Gedanken von dir. Das ist das erste Thema. Du darfst dich nicht mit einem Gedanken von dir verwechseln. Das ist der Bruch des ersten Gebotes. Mach dir kein Bild von Gott. Du merkst, das ist eine ganz andere Form von Religion. Bindung zu dem absoluten Ursprung, der eigentlich nichts ist. Der Urknall, bevor er geknallt hat, nenne ich das immer. Aber darf ich dich dann jetzt noch mal was fragen? Du hast vorhin gesagt, du könntest mir jetzt jemanden nennen, der jetzt genau dasselbe Programm hat. Ja, nicht ganz, aber... Wieso gibt es das dann zweimal? Wie bitte? Es ist um die Polizei, dass plötzlich die Polizei auftaucht und eine Durchsuchung macht. Ja, ach so. Okay. In einem anderen Kontext. Ach so, okay. Ich habe gedacht, sonst... Du bist immer completely geschockt. Es sind so Sachen, die sich wiederholen, auch wenn du Fehler nicht begriffen hast. Das geht dann sehr, sehr weit. Da wenn ich jetzt Namen nenne... Nein, es geht mir nicht um die Namen. Das führt jetzt zu nichts, sondern du wiederholst dein Leben immer wieder Sachen, die du noch nicht verstanden hast. Und du kannst es extrem abkürzen in hier und jetzt, indem du wirklich einfach akzeptierst, ich träume jetzt und dir jeden Moment bewusst machst, was jetzt ist und den Fokus drauf legst, wie du mit deinem jetzigen Werte- und Interpretationssystem drauf reagierst. Ja, das habe ich schon versucht, als diese... Hast du keine Chance, wenn das nicht installiert ist. Vermummten Männer neben meinem Bett standen in der Früh und... Bianca, du hast keine Chance, das ist wie, du wirst immer auf dem kalten Fuß erwischt, das sind die Prüfungen. Und die werden komplett aufhören, wenn du vor nichts und niemandem mehr Angst hast. Das habe ich mir schon gedacht, also als ich die dann alle gesehen habe, 30, 40 Mann im ganzen Haus, alles voll, habe ich schon gedacht, Test, was hast du mir jetzt für einen scheiß Test gespielt? Und dann habe ich versucht, da ruhig zu sein und unglaublich, ne? Wahnsinn. Ist aber scheiß real, ne? Hast du es super eingefädelt. Perfektes Videospiel. Hast ganz schön was aufgefahren. Du lass es wieder setzen und dann machst du jetzt deine Vergangenheit und dann ist schon, wenn du jetzt begriffen hast, in der Vergangenheit war nie was. Das ist jetzt nur, du wiederholst. Du wiederholst Vergangenheit, das sind die Schleifen, du wiederholst, was soll mir das sagen? Und es löst sich auf, wenn es komplett durchschaut ist. Ja, was soll mir das sagen, dass ich immer noch Angst habe vor... Vor allem möglichen, was zu verlieren. Du hast eine ganz als normaler Mensch, und wenn ich jetzt du sag, immer dran denken, ich unterhalte mich jetzt nicht mit dem Mädchen Bianca oder mit dem Menschen Bianca oder mit dem, der du jetzt zu sein glaubst, wenn du vom Computer sitzt. Ich unterhalte mich mit dem, der mich jetzt sprechen hört, der mich ausdenkt. Ja. Das sind diese Sätze. Wieso wiederholen die sich ständig in dir? Und das in deinem Alltag ist es weg. Solange du in dem Holofeeling-Kontext das Gefühl, alles zu sein, und ich dich, solange du das im Hintergrund laufen hast, das passiert zwangsläufig, wenn du dir Selbstgespräche anhörst, ganz, ganz massiv, wenn du sehr bewusst diese Bücher liest und die Sätze auf dich wirken lässt. Nicht nur überfliegst, das funktioniert nicht. Du musst dir die Zeit nehmen, die Ruhe. Ich kann da wieder ein Beispiel bringen, aber viele, die sagen, das verstehe ich nicht. Und die, die jetzt reifer sind, das ist
die lesen zum 10. Mal, ich bin du Quadrat, und dann höre ich, da ist ein Satz und da hänge ich fest und ich mache mir Gedanken dann über das, was jetzt diese Worte in mir auslösen. Und dann schaue ich auf die Uhr und dann ist 4 Stunden später, obwohl das bloß so ein großer Absatz war. Und jetzt haben wir wieder 2 Seiten. Ich kann mir jetzt welche ausdenken, bei denen das nicht der Fall ist und bei welchen, wo das der Fall ist. Die einen gibt es nicht ohne die anderen in meinem Kopf. Wo lege ich den Fokus drauf? Wobei ich vollkommen bewusst weiß, dass selbst wenn ich mir jetzt welche ausdenke, die mir das erzählen, die haben das nicht erlebt, das ist nur eine Spiegelung von mir. Ich fange langsam offensichtlich an, das zu verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das checkt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in den Chat, egal, kann irgendwas anders sein, und du liest jetzt wieder das über Fleisch essen oder nicht Fleisch essen, es ist eine Kategorie 2-Frage. Es gibt bei Holofeeling elementare Sätze, wo jeder einzelne Satz jegliche Form von Leid und Krankheit heilt, von einer Sekunde auf die andere, wenn dir das bewusst ist, was es bedeutet. Zum Beispiel, den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Alles, was auftaucht, alles, was existiert, hat weder Gefühle, noch kann das was empfinden, noch kann das was wissen. Ich kann mir jemanden denken, der das weiß oder der das fühlt oder so empfindet. Dann ist es für mich so, weil ich erlebe meinen eigenen Traum, aber nicht für diese Figur, für den Gedanken, den ich denke. Und wenn ich immer wieder wiederhole, die 2 Seiten, du hast 2 Darstellungen, einmal die reine Welt der Gedanken. Das kannst du sofort überprüfen an den Gedanken. Ein Gedanke existiert noch, wenn du ihn denkst. Ja, und dann kannst du sagen, wie du in dir denkst. Und die 2. Welt ist deine sinnliche Wahrnehmung, optisch auf der VR-Brille. Oder jetzt akustisch hörst du jetzt Geräusche, die in deiner normalen Logik noch von außen kommen, aber mit Sicherheit nicht von dem ausgedachten Udo, weil der nach Weißenburg gedachte Udo ist jetzt erst einmal hundertprozentig sicher nur deine Information. Und was du jetzt sinnlich wahrnimmst, ist ein Lautsprecher. Und jetzt ist es interessant, wo ich ein paar Mal schon gesagt habe, das ist ein Stimmenimitator, weil in deiner Logik den Lautsprecher, den du dir jetzt ausdenkst, in diese Kiste reindenkst, in das Gehäuse reindenkst, egal welchen Film du laufen lässt, es spricht derselbe Sprecher. Es ist ein perfekter Stimmenimitator. Der kann ganze Orchester nachmachen. Alle Instrumente nachmachen. Aber letztendlich bist es du selber als Geist. Das ist das gerade mit den Lauten, L-A-U-T, die Schöpfung einer aufgespannten Erscheinung, ist das hebräische Wort, das da mal für Zeichen. Das heißt, zu einem Zeichen werden, das ist das hebräische Wort für Laut. Wenn wir das deutsche Wort Laut hebraisieren, wir machen hier, können wir ganz kurz einmal machen, dann schauen wir uns das an, pass auf. Ich springe da mal ganz kurz rein. Okay. Schauen wir am A-U-T. Gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Das ist jetzt eine Auszeichnung, du zeichnest was aus dir heraus und das ist ein Buchstabe im klassischen Sinne. Okay? Der Buchstabe. Ja. Und wenn ich ein L dafür mache, das hast du im Hebräischen mal zu, ich weiß nicht, ob jetzt das drin ist, weil das ist ja kein normaler Wörterbucheindruck, das hast du zu einem Zeichen werden. Wörtlich übersetzt ist jetzt das der Licht, wenn ich so schreibe, bla, auseinandergeschmissene Schöpfung, blau gelesen, ist eine aufgespannte Erscheinung. Da unten ist es. Die ausgedachte Schöpfung ist eine aufgespannte Erscheinung. Rot gelesen ist der Lichtschöpfer verbunden, das Vereinigte im Mehrdaseinde. Okay? Ja. Und wenn ich jetzt weiß, dass das das Zeichen ist, das Out, da gehen wir gleich einen Schritt weiter, dann die Vorsilbe L als Präfix gelesen heißt zu, das heißt zu einem Zeichen werden. Schau, dort, das ist immer das Grüne, ist die original hebräische Übersetzung von dem Sakuriker. Zu einem Zeichen, zu einem Erinnerungszeichen, erweckt in deinem Inneren, ist eine aufgespannte Existenz in deinem Gehirn, beziehungsweise in deinem Geist. Zu einem Erinnerungszeichen, zu einem Zeichen werden. Und jetzt ist es natürlich immer das Wunderzeichen. Und da ist jetzt das Klassische, das L nicht als Vorsilbe gelesen, heißt eine Ermüdung, eine Erschöpfung. Er schöpft. Wenn du träumst, bist du doch müde. Ja. Und der erwachte Geist ist dann erwacht, wenn er zum Träumen anfängt. Ja. Und wir sind ja Quadrat. Das heißt auch erwecken oder erwachen. Und du erweckst dich selbst, indem du aus dir heraus was schöpfst. Verschöpfst. Deine Gedankenwelt. Ja. Aber da musst du zu Zeichen werden. Der Lichtschöpfer muss zu einer aufgespannten Erscheinung werden.
Merkst du, wenn ich jetzt das Lied, dass du aus dem Kontext gar nicht rauskommst? Und trotzdem ist das Programm abhängig, was ich schöpfe. Das ist, sagst du mal immer, das ist meine Computermetapher und schau mal, da unten mache ich jetzt, das schreibe ich blau, die Zeichen. Ott heißt ja für sich alleine Zeichen, ne? Die Zeichen, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, schreibe ich jetzt blau, das sind jetzt die Zeichen, die du siehst auf dem Monitor. Ja. Beziehungsweise A, B, C, die ganzen Buchstaben sind ja Schriftzeichen, Buchstaben. Ja. Sind keine rot geschriebenen Ott. Das spricht man Ott übrigens aus, okay? Die rot geschrieben ist das Symbol, sondern als Ding an sich sind es nur Pixelkomplexe jetzt. Mhm. Das sind einfach nur Pixels. Kleine Bündchen, wenn du das magst, die diese Form annehmen. Mhm. Das ist ja immer das Verrückte, was viele eigentlich gar nicht wissen. Ich gehe mal wieder zum Bild zurück. Was viele immer wieder, was ich sage, wenn du ganz früher, ich mache jetzt ein bisschen Technik, weil es stimmt ja alles, wenn du früher bei Basic, wenn du gehabt hast, sind ja die Buchstaben und die Zeichen drin. Da konntest du ja schreiben, der Zeichensatz. Da war das aber festgelegt, dass da nur eine einzige, ich sage mal, eine Schriftart, die festgelegt war. Wenn du jetzt schreibst, musst du ja deine Schriftart einstellen und da musst du dir jetzt erst einmal klar machen, dass wenn du Schriftart einstellst, wirst ein gewisser Bereich auf dem Monitor, ist ja wie ein Monitor in einem Monitor, ein kleines Pixelarrangement und dann haben wir rein jetzt arithmetisch meinetwegen die Ziffer 5, die normal früher auf den grünen, wenn du die alten DOS oder die Basic Computer noch kennst, das war ja nur grün meistens im Hintergrund, weil das angeblich augenfreundlich war und dann wurde die Zeichen dargestellt. Schriftarten oder so konntest du nicht machen und dann konntest du noch grundrudimentäre Grundfarben, rot, grün, blau, konnte man dann auch noch einstellen, dass es rot, blau oder violett aufleuchtet. Und jetzt ist es ja so, dass du zuerst einmal hier in dem Bereich, wo der Buchstabe steht, ist wie ein kleiner Monitor. Und wenn ich jetzt das A habe, du hast zuerst einmal den Rein, die Ziffer 5, bleiben wir bei der Ziffer 5, dann wird diese Ziffer 5 innerhalb dieser kleinen Pixelmatrix, kannst du alle möglichen Schriftarten einstellen. Das ist aber eigentlich ein Bild, das generiert wird, in Maßsetzung dieser 5 stellt es auf verschiedene Art und Weise in einem kleinen Monitorfenster die 5 da. Und der Rechenaufwand, wenn der normale Mensch mal sich wirklich eigene Gedanken machen würde, ich sage immer wieder, du schluckst alles, was die Vision darf dir sagt, bis hin zum Computer, wie der funktioniert. Es ist mir ein leichtes zu beweisen, dass das Narren sind, dass das jegliche Form von eigenständiger Vorstellungsvermögen, dass das so voller Widersprüche ist. Diese Fehler, ich zeige dir auf jeder Seite im Physikbuch so eklatante Fehler, dass dir jeden 16-Jährigen die Haare zu Berge stehen, wenn er selber zum Denken anfängt. Ich habe ein Beispiel, mangels nicht in den Ohren, warum. Eine hochgradig geistlos nachgeäffte Schizophrenie und die Ursache ist einzig und allein, man will ja unter seinesgleichen nicht blöd erscheinen. Das ist ein kollektiver Wahn, der sich aufbaut, der dann in den Köpfen dieser Sekte, dieser Kollektion verwirklicht wird und du kannst die auch nicht erreichen, schon aufgrund der Tatsache, dass es nur deine Informationen sind. Darum betone ich immer und immer wieder, du kannst eine Information von dir nicht erklären, dass sie nur deshalb ist, weil du sie denkst und dass sie genauso ist, wie du sie denkst und dass sie genau das tut, was du bestimmst, dass sie tut. So, und jetzt mache ich wieder Schnipp und ich rede jetzt nicht mit dem Pixelmännchen Bianca, sondern mit dem, der vom Computer sitzt. Bitte mach es. Jetzt denk an deine beiden Hände. Und jetzt nimmst du die zwei Hände und schiebst sie auf deine VR-Brille. Und jetzt schaust du die an und jetzt ballst du die 10 Finger zu einer Faust, zu zwei Fäusten und machst sie wieder auf. Du machst sie wieder zu und machst sie wieder auf. Und jetzt frage ich dich, hast du das Bedürfnis, diesen zwei Händen zu erklären, dass du sie jetzt erschaffen hast? Die haben vorher nicht existiert. Und dass du derjenige bist, dass die genau das tun, was du ihnen tun lässt. Bei den Händen funktioniert es schon. Das, wenn du ich bist, funktioniert es bei jedem einzelnen Menschen, den du dir ausdenkst. Den du dir ausdenkst. Aber dass das ich mich... J, die Hand, ist nämlich JD. Im Hebräischen J, die Hand. Ja. Heißt nämlich eine intellektuelle Öffnung, blau gelesen. In Gott geschlossen, rot gelesen. Aber das ist jetzt interessant, diese intellektuelle Öffnung, blau gelesen, das macht eine KI. Es ist, und das deutsche Wort Hand, da haben wir wieder die Quintessenz, immer an die vier Seiten denken. Und dann kommt AND und das wieder hebraisiert heißt, ich werde auf und abschwingen. Das sind die Bilder, die ich jetzt generiere in dir. Es ist ein Computerprogramm.
Und die Details musst du nicht wissen, gleich durchs Drehen. Du musst wissen, wer und was du bist. Du bist ein absolutes Nichts wie ich, darum sage ich, ich bin du. Und du bist jetzt, das erste Mal setzt du dich ausgedacht, nicht mehr als sterblichen Trockennasenaffen, sondern als träumenden Geist. Und dann wirst du automatisch ein träumender Geist, ist dieser Adam nach, von Gottes Ebenbild nach Gottes Ebenbild erschaffen. Bezalem heißt es, im Ebenbilde Gottes. Und nur dieses Bezalem allein. Das heißt, in ihrem Schatten, jeder Geist des Funken ist in seinem eigenen Schatten, du bist das Zentrum deiner Peripherie, das letztendlich nur eine Projektion ist. Das ist mein ganz simples Kinobeispiel mit der Filmleinwand. Jetzt darfst du reden. Ja, wenn ich mir aber die Personen so ausdenke, wie sie sind, und ich reg mich dann über das, also die sind so, wie ich sie mir ausdenke, und darüber rege ich mich dann noch auf. Das ist dann der Führerschein, das ist das Dilemma. Genau, ne? Das ist es. Jetzt pass auf, das sind Sätze, die ganz wichtig sind, wie unendlich unbewusst, ich kann jetzt so einen Geist los, weil du bist Geist, wie unendlich unbewusst ist eigentlich ein träumender Geist. Es ist halt ein träumender Geist. Aber wie sieht jetzt das aus, wenn du ja bewusst dich zu einem träumenden Geist machst und wieder besseren Wissens denkst du dir Arschlöcher aus, die oft sehr wichtig sind, weil du bist ja ein Autor, ein Schriftsteller, wir wollen ja neue Geschichten aufbauen. Aber so, wie man Märchen aufbaut. Wenn du die Idioten ausdenkst und du regst dich maßlos über diese Idioten auf, die es ja gar nicht geben würde, wenn du sie nicht träumst. Ja, das meine ich. Aber jetzt eben durch den träumenden Geist bist du ein Geist, der sich noch nicht raussuchen kann, was er träumt. Ich nenne es die Führerscheinprüfungsbogen. Ja, okay, ja. Du hast die Theorie und die Praxis. Okay. Und in der Praxis, während du in der Führerscheinprüfung, also in der Fahrschule bist, fährst du ja schon Auto. Aber du bestimmst nicht, wo du hinfährst. Wohin fahr? Okay. Der symbolisiert jetzt ganz grob, konntest du dir raussuchen, dass du hier von den netten Herren Besuch gekriegt hast nachts? Ja, eigentlich ja und nein. Also ja. Genauso ist es. Das Jein ist wichtig. Ja. Als träumender Geist nicht. Als der, der sich selbst als träumenden Geist setzt, das ist der vom Bücherregal. Ja. Dann bist du ich, dann kannst du dir es raussuchen. Dann kann man es raussuchen, ja. Das ist der Unterschied zwischen JCH und ICH. Das ist ja das E-Quadrat, ist ja die Energie. Ich selbst vom Bücherregal erlebe ja nichts, wenn ich in ein Buch reinschaue. Dann hat aber der vor dem Bücherregal schon bewusst mich da reingesetzt mit dem alles. Buch. Mich, also, mich, nicht dich. Es muss ja einen Grund geben, dass ich jetzt genau das bekomme. Richtig. Als Programm. Richtig. Das ist alles, was ich sage, was du noch erlebst, habe ich schon erlebt. Das wird genau beschrieben. Das ist, weil der vom Bücherregal ist der Schöpfer von dem Bücherregal. Mhm. Aber wenn das Ganze ja bei dem einen beginnt, bei dem absoluten Ein, bei dem Nicht-Existierenden, dann muss dir jetzt erst einmal klar sein, dass alles, was prinzipiell auftaucht, sind Facetten, Einzelstücke von dem einen. Mhm. Es ist ein komplett anderes Denken, versuch das nicht zu verstehen. Ich mache nochmal von unseren 3 Stunden Selbstgespräch jetzt, dem letzten Selbstgespräch, sage ich ganz definitiv am Schluss, wach werden heißt eigentlich nicht, dass dein Körper sich auflöst, das macht ja schon, wenn du nicht dran denkst, sondern dass dir jetzt bewusst wird, wirklich bewusst wird, wie du funktionierst, dass das, was du jetzt erlebst, ein Traum ist, so wie man sich Träume in Denken, dass sich innerhalb deines roten Kopfes abspielt. Und du wirst so lange der sein, der du zu sein glaubst. Du wirst immer wieder an deinen Körper denken, der natürlich jedes Mal neu ist, wenn du an ihn denkst. Denk an die Gliede, die sich umformen. Ja. Bis du dieses jetzige Programm komplett durchschaut hast. Mhm. Das ist das, wenn ich sage, und jetzt mach dir bewusst, was glaubst du noch? Mhm. Begreifen ist nicht verstanden. Ja, leider. Wenn dir was logisch erscheint, hast du es noch lange nicht. Wenn dir logisch erscheint, und ich behaupte jetzt, dir dürfte jetzt während des Gesprächs logisch erscheinen, dass Ärger vollkommen sinnlos ist. Ein Satz, den du 1000 Mal hörst von mir. Ja. Weil Ärger ändert nichts an dem, was passiert ist. Genau. Aber schlecht fühlst du dich nicht durch das, was passiert. Mein Musterbeispiel, du fährst zum Beispiel rückwärts mit dem Auto raus, steht der Mitternitton und fährst dann kratzer ins Auto. Dir fällt irgendein Ketchupglas in der Küche runter, die du vorher geputzt hast. Mhm. Scheiße. Und du merkst jetzt, da taucht ein Negativgefühl in dir auf, das du Geist erlebst. Aber die Ursache ist nicht der Reizauslöser, sondern eine zwanghafte Reaktion drauf. Ja. Ja, und die sind das, wenn du schaust, du kannst es erst durchschauen, wenn du dich erhoben hast.
Und dann wird dir irgendwann einmal, das ist so dieses Geschwätz, wird er sich Angst machen mit dir, und es kann ja doch sein, dass da auch welche sind. Das ist der Zweifel, wo der Petrus wieder versinkt im Meer. Er könnte über das Wasser laufen. Laufen, aber er zweifelt, ja. Er versinkt, weil er zweifelt. Der Materialismus saugt dich wieder runter in diese Traumwelt, in die Ängste. Und jetzt ist das Eigenartige mit Gefühlen, die sind so unheimlich wichtig. Das ist das große Spiel, wo ich sage, du bist der Schauspieler, ein bewusster Schauspieler. Du darfst keine Sekunde dich mit der Rolle verwechseln. Du kannst mein Beispiel, wo ich sage, du brichst auf der Bühne zusammen und heulst. Dasselbe hast du doch auch, wenn du dich in einen Film reinschaust. Ach, heute Abend kommt ein trauriger Film, das habe ich vor 20 Jahren erzählt. Heute Abend kommt ein trauriger Film, ich freue mich schon. Ich sage, wie krank ist denn das? Du freust dich, dass du traurig wirst? Du kannst es genießen, wenn du Zuschauer bist. Und du bist der Zuschauer der Rolle, die du selber spielst. Ja, wenn ich mich nicht verwechsel. Das ist ein Film in deinem Kopfkino, wo du die Hauptrolle spielst. Und das wird extrem unterhaltsam in dem Augenblick, wo du nicht einen Augenblick vergisst, wer und was du selbst bist. Es geht um die Vergessenheit, aber die brauchst du auch wieder in einem gewissen Maß. Sonst kannst du nichts realisieren. Aber jetzt kommt der Zustand, ja, brauche ich jetzt die Vergessenheit oder brauche ich sie nicht? Du bist immer noch im Chronologen. Zuerst einmal brauchst du sie, und dann wirst du feststellen, wenn wir das aufrichten, gibt es eine neue Qualität. Das ist es, wo ich sage, brauche ich jetzt Gesundheit und Krankheit? Ich sage, du brauchst es. Aber die Falle liegt darin, bring mir einen Menschen, der nicht nur gesund sein will. Und ich habe jetzt betont, nur NUR, die Schöpfung einer aufgespannten Berechnung, ist eine Gedankenwelle. Nur ist ja das, die Katze, das flackernde Licht. Und das Licht flackern ist eben einfach wie hell und dunkel. Es kommt nicht nacheinander, wie das Atmen. Und genauso ist es mit Gesundheit und Krankheit. Und es ist halt so, ich denke mir jetzt in meine Köpfe, meine Figuren hinein, in deiner Traumwelt, durch dich, dass die normalen Menschen alle gesund sein wollen. Keiner will heiß sein. Und der gesund sein will oder gesund ist, wird wieder krank werden. Ich verweise auf meine Bergpredigt. Wir können jetzt alle negativen Sachen einsetzen. Selig die, die jetzt, das ist für chronologische Denker, die jetzt krank sind und hungrig sind, bei denen es jetzt finster ist. Da wird es wieder hell, sie werden satt werden und sie werden glücklich werden und gesund sein. Aber wehe die, bei denen es jetzt strahlend hell ist, die satt sind, die glücklich sind, bei denen wird es wieder finster werden, die werden krank werden und die werden wieder Hunger kriegen. Das ist der Preis des chronologischen Denkens. Sobald du im Jetzt bist und weißt, dass das so tick-tack eigentlich gleichzeitig so ist, dann begreifst du, was Heiligkeit bedeutet. Und dann könnte ich jetzt wieder sagen, hast du dich jetzt, wenn du aufmerksam zugehört, gesund oder krank gefühlt? Hast du ein- und ausgeatmet? Sobald du das wieder denkst, ist natürlich wieder ist da. Ist wieder da, ja. Atme aus. Oder du sagst dann bei meinen, oh ja, nee, ich habe Kreuzschmerzen. Waren die Kreuzschmerzen da oder die Kopfschmerzen da, wenn du aufmerksam zuhörst? Existiert nicht immer bloß existere herausdrehen, immer nur das, was du dir jetzt ausdenkst? Hast du einen Einfluss drauf? Träume in der Geist hat keinen Einfluss drauf. Du kannst dich aber erheben durch Holofeeling und zum Beobachter von dir selber. Es ist immer wieder das Spiel, zuerst einmal baust du eine Gedankenwelle auf, das ist die Welle Träume in der Geist und Informationen. Das beginnt schon, wenn ich immer früher, wie ich mein Symbol war, ich beobachte mich. Das kannst du sofort nachvollziehen. Ich denke jetzt an mich. Das ist meinen Körper. Und das bin ich. Jetzt merke ich schon, das sind ja zwei, weil der sich was ausdenkt, ist was anderes als das, was er sich ausdenkt. Das ist These, Antithese. Ja, ich bin ja immer, ich Mensch und ich Person. Jetzt habe ich schon das Problem, dass wenn ich an mich denke, denke ich immer bloß an einen bestimmten Körper. Alles, was ich denke, kommt aus mir. Ist doch ganz einfaches Deutsch. Ja, das ist ja auch. Unterschied, ob ich jetzt an den Udo denke. Wohlgemerkt, ich unterhalte mich mit dem, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Ich bin du. Ob ich jetzt an das Pickelmännchen Udo oder an Udo in Weißenburg denke, an der Bianca in Bayreuth denke oder an das Pickelmännchen oder an mich selbst denke, wo ich mich jetzt sinnlich wahrnehme, vor Computer sitze und jetzt ganz genau weiß, wo ich jetzt bin. Das stimmt aber nicht. Du bist immer hier und du bist jetzt. Und egal, wo du dir was hindenkst, ist auch hier und jetzt. Und es ist, weil du es denkst. Es ist die komplette Zerstörung eines chronologisch-materiellen, naturwissenschaftlichen oder religiösen Weltbildes.
Und die Lügen, die ich dir vorsetze, die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, wo ich immer, die ist gar nicht bewusst, was ich dir eigentlich sage, ohne was anzugreifen, ohne irgendetwas, was ich mir jetzt bewusst ausdenke, die Schuld zu geben, dass es so ist, wie ich es mir denke. Weißt du, wie oft ich darauf hinweise? Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nichts und niemanden, den ich mir jetzt denke, vorwerfe, dass er so ist, wie er von mir gedacht hat. Bist du schon ich? Das bist du schon, du hast es bloß vergessen, weil also du einfach an dem festhältst, was du zu sein glaubst. Theoretisch ist es so einfach. Da muss man durch. Und jetzt komme ich, habe jetzt wieder ein bisschen ausgeholt, in den letzten 3 Stunden Selbstgespräch. Es ist auch immer wieder die Demo des Kleinmachen. Macht sich doch keiner kleiner wie ich. Wenn ich mir jetzt welche, ich brauche natürlich immer einen Kontrast. Welche erkennen das und dann müssen welche da sein, die es nicht erkennen. Mhm. Zum Berg gehört es da. Die meinen, ich bin größenwahnsinnig. Es macht sich doch keiner kleiner wie ich. Ich sage doch immer wieder, ich bin doch bloß ein Gedanke von dir. Auch ich, jetzt Udo, ich kann doch gar nicht anders sein, wie du mich denkst. Das macht aber das Programm, das du zum Denken benutzt, das du wieder von mir hast. Mhm. Mhm. Jetzt ist es, ich mache dir die Tür auf mit Holophilie. Die Tür aus dem Gefängnis deiner Logik, deiner Traumwelt, dass du die verlässt, der Mathematikus in Ich bin du Quadrat. Mhm. Ich mache die Tür auf und du kannst raus. Was hält dich da eigentlich noch dran? Ja. Der Zweifel. Und die Angst. Und jetzt ist wichtig, die Angst. Das Gemeine dran ist, dass alles, was ich dir jetzt erzähle, was besser wird, kannst du nur verstehen, wenn ich das für deine Logik erzählt. Immer dran denken, du bist ein Computerprogramm, ich muss mit deiner Logik, mit Basic-Logik. Ich will dich aber in einen höheren Bereich führen, das ist Windows. Ich kann einen Basic-Computer in keinster Weise erklären, in Basic-Sprache, was du mit Windows alles besser machen kannst. Mhm. Versteh die Metapher, das heißt, ich mache dir die Tür auf und ich kann dir nicht sagen, was danach kommt. So wenig wie du ein Zeugling, der aus der Matrix rausgeht, erklären kannst, wie die Welt wird, wo er jetzt hineingeht. Er geht aus diesen das Abnabeln vom Neo. Da musst du mir vertrauen. Ja, Vertrauen ist es. Ne? Es geht nur um das Vertrauen. Ja. Und jetzt mache ich es dir so unendlich leicht, dir Geistesfunken, jetzt als Udo, als Brösel, als Wegweiser in deinem Traum, dass ich nichts, überhaupt nichts von dir verlange, weder dass du was veränderst an deinem jetzigen Leben. Mhm. Ich sage dir nicht, was du glauben sollst, was du nicht glauben sollst. Was richtig oder verkehrt ist, erkläre ich dir auch nicht, sondern im Gegenteil, dass das zusammengehört. Das Einzige, was ich dir vorschlage, was ich mir wünsche, dass du schlichtweg und einfach zu dem wirst, der sich selber beobachtet. Okay, ja, das ist schwer. Ja. Lass dein jetziges Leben, ich von Holofeeling aus gesehen, was ja alle Religionen machen, die sagen, was richtig ist, was verkehrt ist, was du tun musst, lass ich vollkommen unangetastet. Weil ich mache doch dein Leben maßgeschneidert. Als Fahrschullehrer lasse ich dich doch genau dahin fahren, was du lernen hast. Aber das mache ich nicht als Udo, sondern als IQB. Darum sage ich, das Leben lass mir unangetastet. Du lebst ganz normal dein Leben weiter. Und du wirst jetzt aber zu dem, der sich selber beobachtet. Und wichtig ist, du musst dich wertfrei beobachten. Du musst dich beobachten, wie du jetzt wieder anfängst, darüber nachzukribbeln. Ja, darf man jetzt Fleisch essen oder darf man kein Fleisch essen? Oder ist es gut oder schlecht? Und da wirst du merken, wenn du das Prinzip einmal verstanden hast, sagst du, wie schon weg, was denke ich denn, Scheißdreck? Ja. Habe ich denn ansatzweise das verstanden, was mich Holofeeling lehrt? Habe ich es ansatzweise verstanden, dass jeder Gedanke immer nur dann da ist, wenn ich ihn denke? Habe ich verstanden, dass ein Gedanke von mir in keinster Weise leiden kann und der ist dann gut, wenn ich ihn mir gut denke und schlecht, wenn ich ihn mir schlecht denke? Und genau dieses Wertesystem, das mir diese einseitigen Meinungen aufzwingt, das ist mein Führerscheinprüfungsbogen, wo ich zu erkennen habe. Wir vervollkommnen. Das heißt, alles, was fällt, das ist wie wenn jetzt einer behauptet, der Küche ist ein Herd. Ist auch stimmt. Ein bisschen. Auto ist ein Kabelstecker. Ja. Nein, ein Spiegel. Ja. Das ist immer so die Kleinigkeit. Da habe ich so einen alten Witz früher immer wieder gemacht, weil das gerade der göttliche Humor trägt dich über alles hinweg mit meiner Elge. Ich flechte jetzt das für dich ganz schnell ein, weil du das vielleicht nicht kennst. Wir sitzen so in die Elge mit ihrer dicken Brille, die Helge
damals vor 5, vor 20 Jahren hatte ich schon Brillengläser gehabt, wie Weizenbiergläser, Böden, mhm, jetzt, wenn besser waren, ist ja ganz, ganz Liebe. Und ich mache jetzt mal dieses Zwiegespräch. Dann nehme ich ein Feuerzeug in die Hand und ich sage, ich mache jetzt mal mich und die Elge. Ich nehme das Feuerzeug und ich sage, Elge, wenn du mir sagen kannst, was das ist, darfst du mit mir schlafen. Eigentlich würde ich jetzt, darfst du mit mir wach werden. Mhm. Und dann schaut mich die Elge so an und schaut das Feuerzeug so an und dann sagt sie, Streichhölzer? Mhm. Mit einem Fragezeichen und ich schaue das dann an und ich sage, ich glaube, das kann man gelten lassen. Mhm. Verstehst du die Ironie? Es ist nicht ganz richtig, aber ein Hauch, ein kleines Quäntchen halt ist dabei. Und jetzt ist es, dass in dir Geistesfunk, dein Wissenskomplex riesengroßes, aber er ist trotzdem noch so extrem fehlerhaft. Mhm. Jetzt kommt wieder diese Schizophrenie, dass du eigentlich schon alles weißt, was dir die Leute erklären, aber du weißt es nicht, weil du meinst, es ist das Wissen von anderen. Von außen, ja. Es kommt nichts von außen. Dieses erste und zweite Gebot, mach dir kein Bild von was da droben oder da drunten. Ich sage immer, DR außen ist ja schon DR, die geöffnete Berechnung, ist AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das AU, scharfes S, ist ja unser B. Und das ist das, was du jetzt beschwörst, dass die Sterne da oben im Himmel sind. Und hätte ich sie nicht in deinen Kopf gemacht, dann wären sie bloß nirgendwo. Ja, das ist Beroshit. Beroshit. In diesem Kopf befindet sich alles. Und der Kopf, den du dir jetzt ausdeckst, ist es in deinem Kopf. Mhm. Das ist das heutige Selbstgespräch. Es ist immer wieder sehr tief. Ich springe da mal ganz kurz nochmal rein. Pass auf. Weil wir das gerade haben. Schau mal da ganz hier. Halt. Da will ich hin. Schauen wir mal. Da habe ich das neue Update reingestellt. Mhm. Das wird ja dann nochmal schön gesetzt. Und das ist jetzt der Text, wenn wir hier schauen. Das ist schon irre, bizarr. Du merkst, das ist die Christus-Symbolik. Und es läuft wirklich alles. Es ist die kleinste Kleinigkeit, die in dir auftaucht, ist ein wichtiges Puzzlestück fürs heilige Ganze. Und ich kann natürlich nur sehr, sehr oberflächlich mit dir reden. Das heißt jetzt hier, das ist genau dieses Bild, ganz kurz, kommt bei 931. Jetzt können wir vielfältig setzen, aber ich sage jetzt 9 ist jetzt erst einmal hier der Spiegel, der Rai. Und die 31 ist ja der Zahlenwert vor Gott. All. Ist auch nichts. Darum schreibe ich hier dahinter, hebräisiert heißt es nicht existierend. Das ist ganz rot, das ist unten. Und jetzt machen wir hier eine ausgedachte Nulllinie und dann haben wir dann auch den Spiegel. Und die 59 ist die existierenden Spiegelungen, 50,9. Ich kann auch 5,9 lesen, dann sind es die wahrgenommenen Spiegelungen. Und jetzt hast der Typ ja David Bowie, da wissen wir, der David. Der große Kessel, Bowie, und jetzt wird es schon interessant, David schreibt sich auf Hebräisch DVD, der Magen David, MGN David, ist dieser Tetraederspiegel, heißt eigentlich der Schild David, ein Schutzschild, und BO ist ja BWAF, wie E-Quadrat, ein Krishna-Stern, wieso ein Krishna-Stern, weil das Lied heißt Black Star, okay? Bist du noch dran? Ja. Ah, gut. Und jetzt pass auf, Update, ich bin rot, das ist jetzt der Geistesfunk, mit dem ich rede, wie ich OB ein Krishna-Star. Krishna ist das Sanskritwort für schwarz, in der Physik ist es das schwarze Loch. Mhm. Jetzt lassen wir das Lied laufen, ein ganz wildes, mystisches Lied, die letzten zwei, Blackstar und Lazarus. Lazarus ist ja der, der von den Toten wieder aufgeweckt wurde. Mhm. Das sind die letzten zwei Lieder von Bowie, den wir uns jetzt natürlich ausdenken, der eine Märchenfigur ist. Etwas passierte an dem Tag. Dem Tag oder der Tag, Hayom, im Hebräischen heißt auch heute. Das heißt, wenn wir jetzt hier reinspringen, das ist immer wieder so die Sache, das ist Hayom, das ist heute. Da kann man jetzt dann machen, Latein, dies, der Tag, heute. Unser ewiger Alltag ist immer heute. Alles, was passiert, passiert heute. Es kann morgen nichts passieren und gestern kann nichts passiert sein. Wenn, morgen kann es eigentlich nur heute geben. Wenn du heute an morgen denkst, ist heute dieser Gedanke an morgen da. Wenn es dann einmal morgen sein sollte, ist es hundertprozentig sicher heute. Merkst du, du kommst aus dem Hier und Jetzt gar nicht raus. Mhm. Weil das heute, das Zeitfenster, das du jetzt aufspannst, wo du sagst, von heute Morgen bis heute Abend, ist jeder Moment, der in dir auftaucht, jetzt.
Das sind so Sätze in Holofeeling, wenn in dir das materialistisch-chronologische Denken noch aktiv ist, wirst du die immer wieder ablehnen. Das ist aber das, was hundertprozentig sicher ist. Unser ewiger Alltag ist immer heute. Jeder heute basierende Moment basiert hier und jetzt. Das ist hundertprozentig sicher für den wahrnehmenden Geist, der du bist. Und jetzt ist es hier in ihm. Bedeutet auch Tag, aber er ist Wasser. Vorsilbe J. Als Präfix gelesen. Das heißt, er, der Erweckte, ist das blaue Wasser, die Wasserwellen. Das heißt, er selbst ist ständig gedanklich bewegte Umwandlung. Die Worte werden komplett selbsterklärend. Okay? Ja. Und jetzt pass auf. Also etwas passiert heute. Sein Geist stieg einen Meter. Da gibt es natürlich verschiedene unterschiedliche Übersetzungen. Ich habe jetzt absichtlich einmal das MDR hingesetzt. Schauen wir mal schnell. Der braucht man mal ein bisschen. Schaut, es ist eine Auslöseklinke erlaubt, von Fesseln gelöst. Mhm. Eigentlich ist es die Grundradix von Materie. Und wenn ich ein J dazwischen mache, ein Intellekt, dann wird es überflüssig. Über dir wird es jetzt flüssig. Das sind deine, das, was du dir überlegst und Lügen verbreitest. Das Fundament bist du selbst. Das Überlegen ist auch eine gespannte Sehne eines Bogens. Denk an dein Gesichtsfeld. Das, was du dir überlegst und Lügen verbreitest, spitzt sich in deinem Gesichtsfeld ab. Das ist ein Bogen. Und das hängt hier im Hintergrund an das MI-TR. MI heißt, wer wird jetzt zu einer Reihe? TR hast eine Reihe. Was aber noch interessant ist, dass TR, das heißt auch von einer Reihe, weil immer als Vorsilbe gelesen heißt von. Das ist jetzt Sachen, das muss man nicht wissen. Ich kann aber das Meter ja noch anders schreiben. Mensch, ich habe einen Frosch im Hals. Pass auf, ich kann ja auch schreiben M, T, halt Entschuldigung, ich kann M, E, T. Met, die Vorsilbe. Ich gehe mal da wieder zurück, pass auf. Ich kann ja das Meter, kann ich ja zum Beispiel MED mit einer 70 schreiben. Dann heißt es von der Zeit erweckt, ER. Und dieses MED, das ist jetzt von der Zeit, aus der Zeit heraus erweckt, von aus der Zeit heraus und ER, MED, R, wird es erweckt aus einer, in einer Form von einer zeitlichen Erscheinung. Zeit wiederum, dieses Ed alleine ist ja unsere augenblickliche Erscheinung. Blau gelesen. Du merkst, die augenblicklichen Erscheinungen sind immer jetzt. Das ist jetzt eine Sache, die wird interessant, wenn du mehr Reife hast. Für mich ist es wichtig, wie ich dich, dass du zuerst einmal weißt, wer du bist und was du bist. Ich erkläre dir, was du bist ein träumender Geist. Alles, was du träumst, wird von dir erschaffen, natürlich noch unter Zwang. Und jetzt ist sein Geist, S-A-I-N heißt das Bewusstsein, das nicht existiert. Das nicht ist der Geist, E-Quadrat, das ist J-C-A-I-C-A. Ich und du, jetzt, wir zwei sind eins. Und wir denken uns jetzt dieses Gespräch aus. Egal, an was wir denken, das erschaffen wir. Und das ist es natürlich, dass ich alle Programme habe und du hast nur das Programm laufen von dem, der du zu sein glaubst. Stieg einen Meter, Gestalt gewordene Zeit wird erweckt, Embor, das M ist jetzt interessant, wenn wir es mit einem Elefone schreiben, heißt es Mutter, das ist ja dein Mutterprogramm. Wenn wir es mit einer 70 schreiben, mit einer IM, dann heißt es das Volk. Mhm. Das ist ein Muttervolk. Und Por ist pur, das heißt Los und Schicksal. Und Zufall. Zufall, genau so ist es, das, was dir zufällt. Aber bestimmt es nicht deine Mutter? Und auf einer höheren Ebene dann das Volk, ich sage jetzt immer die Glaubensgemeinschaft, der du angehörst, dein Schwamminhalt. Und er trat in die Beiseite. Was meine ich im Originaltext? Der kommt jetzt dann gleich von dem Lied. Da heißt es, er trat beiseite. Und jetzt habe ich das noch mit eingefügt. Der Geist, das kann man ja rot und blau machen. Das heißt, du Geist trittst jetzt beiseite, BI heißt in das Nichts, in das absolute Nichts. Du trittst jetzt ins Jenseits, in das Nichts, aus dem alles entspringt. Das heißt, und er trat beiseite, heißt in Bezug aufs Äußere,
wenn ich es blau mache und jetzt rot und er trat in die Seite, BI-Seite, in die Nicht-Seite. In ihm nicht. Okay, interessantes Teil, habe ich Englisch noch mit reingestellt. Dazu musst du aber sterben. Du musst zu Tode kommen. Okay? Du musst dich ausklinken. Spaßig, ne? Jetzt wird es dann interessant. Schau, wenn man das nämlich, naja, das wird jetzt zu weit führen. Wenn nicht so genau wird. Jemand des anderes nahm seinen Platz ein und rief tapfer: Ich, Mensch, Körper, Brösel, bin ein Ich Bin. Das ist jetzt deine neue Erkenntnis. Das heißt, ich bin wie ich UB ein Krishna-Stern. Wie oft fällt ein Engel? Wie viele Menschen lügen, anstatt aufrecht zu sprechen? Denk an unsere Politiker. Jeder Physiker ist in Bezug auf das heilige Ganze ein Lügner. Jeder, der behauptet, ein Auto ist ein Kabelstecker, ist ein Lügner, obwohl er ein bisschen mehr Recht hat. Er betrat heiligen Grund. Da steht Ground. Holy Ground im Original. Er geh rund. Er rief laut, das haben wir gerade gehabt, die Lichtzeichen, in die Menge, ich, Mensch, Körper, bin ein schwarzer Stern. Jetzt schwa, logisch aufgespannt, heißt eine Nichtigkeit, ein Nichts. Das ist ganz simpel, wenn man das macht. Jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Das heißt einmal Shin Waff. Und du merkst jetzt, dass das erst einmal ein Nicht, eine Nichtigkeit ist. Das ist jetzt die rote Hälfte. Ja. Aber Schwa ist auch eine Lüge, eine Falschheit, eitles Gerede, Trug, wenn wir es blau machen. Da gehört auch das A dahinter, wenn ich ein A dahinter mache, das Schwa ist dasselbe in grün. Die Nichtigkeit, der Trug, der Unheil. Aber schau, interessant ist, wenn wir es blau lesen, ist das eine logisch aufgespannte Schöpfung. Wenn wir es rot lesen, ist es der Logos Gottes verbunden, vereinigt alle logischen Systeme im Schöpfer. Das ist schlichtweg die Weisheit. Dieses Schwa ist jetzt Ares. Das ist ja die Erde. Diese alle Frösche-Zare heißt ja die Erde. Aber ganz interessant, habe ich oft gesagt, dieses Ares, das ist das hebräische Wort für Erde. Erdboden müssen wir wegmachen. Das ist die Erde und ERD wiederum heißt er weg des Wissen. Aber jetzt pass auf, das A kann ich als Vorsilbe lesen. Das heißt, der Imperfekt, ich bin, ich werde, zu einer berechneten Geburt von mir selber, RZ, und das ist jetzt interessant, das heißt, jetzt hast du mal Läufer, das heißt, du wirst zu einem, der auf dem erweckten Wissen, in dem erweckten Wissen rumläuft. Licht auf und ich werde erweckt. L auf und ich werde erweckt, mit zwei Pünktchen drüber. Und dann bin ich ein Beruch, das heißt im Geist, wenn man das Hebräisch, ein Beruch, im Geist ein kleines Stück, das in sich selbst herumläuft und herumrennt. Und das passiert auf der Erde, im erweckten Wissen von mir selber. Aber was für Wissen erwecke ich doch? Bloß das geistlos nachgeäffte Wissen meiner Lehrer und meiner Erzieher. Stimmt oder stimmt? So. Und SD haben wir jetzt eine raumzeitliche Erscheinung, ist RN, erweckte Existenzen. Das kann man mit Aleph, mit Elif schreiben. Ich kann das immer rot und blau lesen, das wäre jetzt blau. Das heißt, er betrat den heiligen Grund und er rief plötzlich laut in die ausgedachte Menge: Ich Mensch, ich Körper bin ein Schwa, ein Schwätzer, Schwarzer, ein Schwätzer in meinem eigenen Raum und lautlos in mir sage ich: Ich bin wie ich UB ein Krishna-Stern. In der Physik ist das schwarze Loch, ein nicht existierendes schwarzes Loch, das alles in sich einsaugt, was angeblich da außen ist. Und dann brauchen wir die weiße Hälfte dazu, die alles ausstößt. Das ist das Plus-Minus. Und zwar das Zentrum davon, was ist dann das Zentrum? Ich Geistesfunk kann nicht beantworten, warum? Verbundener Schöpferkopf, kann ich blau machen, wo ist auch der Griech? Aufgespannte Gestaltwerdungen. Ich bin wie ich UB ein Krishna-Stern. Du Geisteswunden kannst es noch nicht beantworten, aber JCH, ich kann es dir beantworten. Und ich erkläre das ja immer nur mir selber. JCH erklärt es ich CH. Und du kannst aber nur wahrnehmen, was du jetzt träumst. Das ist das Spiel. Du denkst dir jetzt an Uraus und du denkst dich selber aus. Oder irgendwelche andere.
Der ausgedachte Udo erzählt es nicht den anderen, die du dir ausdenkst, sondern den, der mich jetzt ausdenkt und sich selber ausdenkt. Das wiederhole ich immer und immer wieder. Und jegliche Art, wenn du das nicht akzeptierst, wirst du leiden. Mein lieber kleiner, alles ist ein nicht existierendes E-Quadrat, Geistesfunk. Mein lieber kleiner Geistesfunk, geh einfach mit mir. Ich bin kein Filmstar, auch wenn ich jetzt auf der Monitor auftauche. IQB bringt dich Geistesfunken heim. Da steht in der deutschen Übersetzung nach Hause dann, wenn man jetzt die Übersetzung anschaut. Ich bin der absolute Krishna-Stern. Ich bin der Große, der ich bin. Sus, Ross, E-Quadrat, ich bin du. Und jetzt mache ich, das ist jetzt die Übersetzung von dem Lied. Auf Deutsch kann man natürlich auch, Deutsch, Englisch, was du, ist ja wenn dehnbar. Ich bin der absolute Krishna-Stern, das heißt, ich, UB, bin der absolute Mittelpunkt, aus dem alle meine Geistesfunk als periphere Mittelpunkte nur flackernd zu entspringen scheinen. Da steckt das eine in der Logos, eint wieder alles in sich selber zusammen. Das ist Vatersprache, die heilt alles. Und zwar auf ein arithmetisches System. Ich sage immer wieder, wenn wir Zahlen einsetzen, werde ich dir zeigen, dass das Formeln sind. Wie in einem Computerprogramm. So. Und darum ist jede Kleinigkeit, und jetzt kann ich immer wieder sagen, wenn du jetzt abstürzt, das verstehe ich nicht, da komme ich nicht mit. Ich sage, ich betone doch immer wieder, das ist unwichtig. Mhm. Was du zurzeit zu verstehen hast, ist, was du selbst bist. Das darfst du keinen Moment, nicht einen Moment darfst du vergessen, was du bist. Du bist der, der sich das jetzt ausdenkt. Das ist dieser Weg, das Uni. Du bist mit mir das eine, das Uni. Ja. Wir leben in unserem eigenen Universum, das in eins gekehrte. Da außen ist nichts. Du kannst von außen nur das zurückholen, was du dir vorher ausdenkst. Ja. Das heißt, du kannst nur Fleisch essen. Wenn du das in dem Moment, wo du dir das ausdenkst, entsteht diese Information so, wie sie ist. Und dieses Stück Fleisch, diese Schnitzel, diese Steak, war niemals irgendwie der Arschbacken oder die Lende von einem Rind oder von einem Schwein. Das ist das, was dir deine Logik aufzwingt, die extrem fehlhaft ist. Das, was ich dir sage, kannst du überprüfen. Das, was dir logisch erscheint, erscheint dir zwar logisch, aber du könntest es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest, weil es nicht vom Zweiten ist. Ja. Selbst wenn du es dann überprüfen willst, gehst du einen Trugschluss drauf ein. Was ich als Brösel und der Brösel schon, ich sage mal, Diskussionen hatte, ich diskutiere ja nicht, wo ich bemüht war zu erklären an Physikern, an hochgebildeten Physikern, wo ihre Fehler sind, und das Einzige, was sie wüssten, sich ständig ihr Wissen rechtfertigen. In einem Fort. Und ich sage ganz einfach, zeig mir einen Laserstrahl, zeig mir Licht. Und dann kommen sie mit dem Laserstrahl. Ich sage, wenn du den einschaltest, du siehst den nicht. Da muss ich einen Rauch reinblasen. Ich sage, du kennst das Spiel, wenn du Ohren bauen. Es gilt für alles, egal, sobald wir in die Quantenmechanik gehen. Vakuumfluktuationen, zeig es mir. Und die Fehler sind so extrem krass, wenn du selber zum Denken anfängst. Darum betone ich, du musst jetzt dich, wenn du dich nie für Physik interessiert hast, wenn du den Durchschnittsbildungsstand eines 13-Jährigen hast, du bist Lehrerin gewesen. Dieser Intellekt reicht vollkommen aus, dass ich dir wirklich nahezu auf jeder Seite in Physikbüchern so eklatante Fehler zeige, die auch nicht diskutierbar sind. Wenn ich dann immer frage, wie haben die das entdeckt, kann man das überhaupt entdecken? Ja, das kann. Dass die Kausalität ständig umgedreht wird, weil man so felsenfest davon überzeugt ist, ich habe jetzt Worte vor mir und aufgrund meiner Wortauslegung, meiner fehlerhaften Wortauslegung, denke ich mir jetzt irgendjemanden, der in der Vergangenheit vor 300, 400, 500 Jahren dieses oder jenes entdeckt hat. Jetzt denke ich mir ja auch mit derselben Logik eine gewisse Vergangenheit aus, mit einer gewissen Vorstellung, was damals möglich war. Ja. Und ich mache jetzt nur wieder meine Stimmgabel. Der Kammerton A, wenn du in die Musik gehst, jeder Musikstudent lernt dann, dass der Kammerton A die und die Frequenz hat, und dann hat es verschiedene, einen französischen, einen Schweizer Kammerton gegeben. Das lernst du dann alles. Und jetzt frage ich ganz einfach, wann war das eigentlich? Die sagen dann zu dem und dem Jahr, ja, das kannst du jetzt denken. Und ich sage, wie haben die das gemessen? Wenn die die Herzzahl angeben. Ja, das ist nicht möglich.
Das habe ich schon noch nie verstanden und das ist mir auch völlig. Lassen sich jetzt gar nicht reden. Völlig Aber logisch. Elektromagnetische Strahlen entdecken. Ja. In den Physikbüchern steht hier bei uns ein Herz zumindest noch drin. Er hat es anhand von Berechnungen entdeckt. Mhm. Berechnungen sind logische Konstrukte, die Vorstellungen in dir erschaffen. Ja. Es sind rationale Berechnungen, aber ich muss, um eine Berechnung tätigen zu können, brauche ich zuerst einmal eine Grundformel. Und das ist wieder das geistlos Nachgeäffte von deinen Lehrern und Erziehern. Ja, und dann stellst du Hochrechnungen an und dann baut sich das auf bis in Sand, wo sie Monsterteilchenbeschleuniger, die mir natürlich jetzt nur aufgrund dieser Worte ausdenken, wenn du das dir aufgrund dieser Worte so ausdenkst, wenn ich jetzt das hinschreibe mit Holofeeling, werde ich dir zeigen, dass ich dieselben Worte in komplett andere Bilder verwandle in deinem Kopf, weil ich dieselben Worte anders auslege. Und da geht es nicht darum, welche Auslegung richtiger ist. Es ist wie, wenn ich nur das Wort Krebs hinschreibe, dass du es ungefähr verstehst. Ja, ja. Ja, ich war mal in so einem Teilchenbeschleuniger und habe mir das erklären lassen. Ich habe nichts verstanden und ich habe nicht nachvollziehen können. Ja, noch wesentlich weniger versteht. Und jetzt ist es, du fängst an, diese Schwätze, die du erschaffst, diese Figuren in deinem Traum, die letzten Endes ja nur das in deinem Traum als Antagonisten, Entschuldigung, in deinem Kopf, in deinem Traumkopf, nur das rezitieren bzw. von sich geben können, was du träumst. Ja. Das ist das Spiel. Wenn du akzeptierst, dass du jetzt träumst und das keinen Moment, der in dir auftaucht, vergisst, dass das jetzt die 200 Gramm rote Nete ist, ist ein riesen Befreiungsschlag. Wenn ich dir das jetzt erzähle und es erscheint dir logisch, es könnte ja so sein, das ist jetzt wieder der Punkt, wo ich dir ganz definitiv sage, du musst erst einmal vollkommen selbstehrlich in dich reinschauen. Mhm. Und jetzt pass auf. Du kannst die anderen belügen als Brösel unter Brösel. Aber das Schlimme ist, wenn man sich selber belügt. Ja. Und das liegt mir jetzt als Bruder am Herzen, wenn ich in den letzten Selbstgesprächen, ich denke jetzt ganz, ganz gezielt an meine Barbara, unter anderem, das ist eine Ärztin. Mhm. Und die ist natürlich schockiert, wenn ich immer wieder, jetzt mache ich es einmal in Anführungszeichen, oberflächlich, einseitig ausgelegt, wenn ich über Ärzte spreche, dass ich sage, es ist rein, es sind Krankheitenerfinder und es geht um Geld. Pharmaindustrie, es geht alles nur um Geld in deinem Traum, das ist ein Fehler, den du zu erkennen hast, dann ist es kein Vorwurf gegenüber jemandem, der jetzt gezwungen ist, als träumender Geist die Rolle eines Arztes zu spielen. Und der kann auch nichts dafür, dass er die Rolle spielt. Ja. Ich nehme ja alle Schuld auf mich. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er so ist, wie er ist. Oder wenn du ein Versicherungsvertreter bist, dass das so sinnlos ist. Die Rolle suchst du dir nicht raus. Du kommst natürlich in einen Konflikt. Und da gibt es viele Möglichkeiten, da zitiere ich jetzt, nenne ich einen Namen, Thomas. Kalbach ist ein Arzt gewesen, den habe ich schon heimgeholt. Und der ist auch Freimaurer gewesen, wie ihn Udo kennengelernt hat. Was den Thomas Kalbach müsstest du noch kennen, der war doch. Ja, von der Eva Maria, ne? Richtig, genauso. Genau. Und der ist ein absolut bei Holofeeling und dann war er natürlich in seiner Praxis und der sagt, Udo, ich habe dann versucht, ein bisschen das Bewusstsein anzuspringen. Du schaffst es, die Leute interessiert es nicht, die kommen, die wollen, dass du was findest, dass du einen Schuldigen findest und dann wollen sie von mir ein Medikament verschrieben, um dass sie gesund waren. Ja. Oder irgendwas anderes. Und dann hat er es aufgegeben, er hat einfach seine Rolle weitergespielt. Mhm. Und ich sage jetzt, in dem großen Spiel, der Chance bist, kannst du sogar einen Mörder weiterspielen. Einen Sohn haben, der da beschuldigt wird. Zum Beispiel. Wie auch immer, wie siehst du das aus den Augen der Mutter? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Nicht. Ist es so, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Für dich wird es so sein. Und ich traue das dem nicht zu. Ich glaube das nicht. Aber was jetzt wichtig ist, Bianca, es sind Gedanken. Die Freiheit beginnt, wenn du das ganz einfach dich über dich erhebst und dich selber, deinen eigenen Traum, wertfrei beobachtest. Du verlagerst jetzt was, da gibt es immer ja zwei Seiten, was Gutes und was Negatives, dass du auf der anderen Seite immer wieder die Erkenntnis hast, dass sobald du dein Thema änderst, ein anderes Problem da ist. Mhm. Und wenn du damit konfrontiert wirst, war kein Hauch mehr an deine Krankheit. Aber das ist die Krankheit. Du musst bloß wissen, was auf Hebräisch Krankheit bedeutet. Ich kann da immer wieder nur reinspringen.
Koll. Das kollektive Licht deines Glaubens. Schau, die Kollektion von Denkmöglichkeiten, die jetzt ausgedachte physikalische Licht, Licht, Schatten, ausgedachtes Licht um dich herum, deine Welt aufwirft. Das ist das hebräische Wort zum einen mal für was Weltliches. Das ist das Weltliche. Das hebräische Wort für weltlich. Das ist auch hier profan. Da gehen wir jetzt nicht genauer drauf ein. Und das ist eine Vormauer. Das ist ja deine, wo ich immer sage, denke mal ganz grob für die Mauer, denkst du dir jetzt einfach deine VR-Brille, wo die Lämpchen dran sind. Und darum ist es hier, Beben heißt B, heißt im Sohn, in der polaren Existenz. Ich kann jetzt lesen B als Vorsilbe, im Sohn, das hebräische Wort Ben. Ich kann auch das nur als polare Existenz lesen und du bist dann in der polaren Existenz. Schau das kleine Bild an. Das ist die polare Existenz und du bist genau in der Mitte dazwischen die Nulllinie. Ja. Das heißt, gelten, da haben wir schon der Geist, GL, wird zu einer Welle und jetzt fängst du an, vor Angst zu zittern. Jetzt kann man natürlich das Wort Angst, kann ich dir natürlich auch positiv machen. Mit Ang, ja. ANG, wir sind Ang, G und K kannst du austauschen. Wir sind wieder bei der Bianca. Ich denke, ich kann, ob ich dir den Film vielleicht reinstelle, da kann man das Bild einmal vergleichen. Und zittern, das ist, es ist lückenlos, wenn du mal die Vordersprache verstehst, darum heißt es auf Hebräisch, schau, das übersetzt wieder Itzhak Luria, gemein, ungeweiht, ich kann immer wieder GE Quadratis M ein, Gestaltwertung ein oder vom Nicht-Existierenden, ich kann das rot und blau lesen. Bist dabei? Dann ist es ungeweiht, unheilig. Das Weltliche ist immer unheilig. Aufgespannte Existenzen sind nicht heilig. Ja. Ich kann aber das Un ja auch rot machen. Wenn ich U und N übereinander stelle, kriege ich doch eine kreisende Welle, wenn beim Moment mal gleichzeitig. Unten und oben, unten verbunden, oben existierend. Man muss nur das Prinzip der Zeichen wissen. Mhm. Und dann wird es heilig. Weil jeder Gedanke ist heilig, wenn du nicht fragst, ist es richtig oder verkehrt. Wenn du nicht fragst, ist es eigentlich hell oder dunkel. Es ist immer beides gleichzeitig. Wir sind wieder hier bei unserem B in dieser polaren Existenz, in dem Sohn, ist es in dem Mittelpunkt. Schau das kleine Bild an. Es ist Beben. Schau, und wenn ich jetzt hier dieses Keul, das Weltliche wahrnehme, ich mache ein H hin dran für die Wahrnehmung, dann bist du krank. Jetzt fängst du an zu erkranken. Kranken heißt unheilig sein, weil du nur einseitig schaust. Ja. Das stimmt. Darum haben wir hier die 43 wieder. Mhm. Ich muss jetzt das Bild nicht nochmal reinmachen. Ja, der, mit dem Magen. Der Hintergrund, der ist ein komplett anderer. Das ist 434. Haben wir in dem vorhergehenden Selbstgespräch. Und merkst du jetzt, dass das Zufall, die Sprache zufällig entstanden ist? In was für einem Morgen lebst du eigentlich? Ups. Da kennt jedes Wort wieder 400 Seitenbuch und das ist auch wieder nur ein Symbol. Ich mache ein 10.000 Seitenbuch aus jedem, weil ich ja iterieren kann wie beim Mandelbrotfaktor. Aber es bleibt, das Mandelbrot wird immer wieder auftauchen. Das ist das, dass ich sage, du kommst aus dem Kontext nicht raus. So frei, dass du da sein darfst, spielt eine Rolle. Ist doch spannend. Wer kann bieten, wie viele Leute, so bei mir passiert da nichts bei mir. Die würden sich drum Szenen drum reißen, dass einmal nachts die Türen aufbrochen werden und schwarz gekleidete Männer mit Maschinengewehren stürmen in die Wohnung. Ich würde gern tauschen. Ja, siehst du, jetzt bist du schon wieder einseitig. Weiß ich doch. Jetzt haben wir 4 Seiten. Ja, aber ich weiß manchmal auch gar nicht mehr, was meine Rolle ist. Die du dir jetzt spielst. Okay. Aber genau genommen bist du der, bei dem nichts eine Rolle spielt, der Wirbelsturm. Du bist das Zentrum. Du verwechselst dich mit einigen Gedanken von dir. Das ist das Hauptproblem. Ja. Das ist das Einzige. Muss ich ein intellektuelles Wissen besitzen, um zu erkennen, dass ich das Einzige in meinem Traum bin, was sich nicht verändert? Der, der den Traum erlebt, während er träumt, die 200 Gramm rote Knete verändert sich in keinster Weise, sondern bloß die Rolle, die er spielt, das um ihn herum, dieses Geflackere, verändert sich. Die Form. Und du kannst dir bewusst machen, dass du, egal, wenn du jetzt zurückdenkst, 2001, bei der Jakobs, bei dem Vortrag, oder wo wir bei der Eva Maria noch zusammengesessen sind, vor 20 Jahren, dass, wenn du das jetzt denkst, es war auch jetzt, das ist wie wenn du in dem Buch zurückblätterst. Ja. Aber der Leser hat sich dabei, der das erlebt, hat sich nicht verändert. Wenn ich dir damals gesagt hätte, dass dieses
Gespräch damals schon existiert hätte. Da wirst du nur davon gelaufen. Nein, du hast damals in Ellingen ein paar Mal den Satz gesagt, wie fühlt sich eine Mutter, deren Sohn als Mörder im Gefängnis ist. Gut, dann hast das kommt dir jetzt langsam, ne? Der Satz ist mir so nachgegangen, all die Jahre. Kleines ist mir, auch nochmal, ich bin der, der ich bin. Und ich meine damit nicht den Udo, den du jetzt zuhörst. Ich weiß. Ich einfach. Das sind viele, viele Geistesfunken, die ich mir jetzt denke, mit ihren Programmen, denen das jetzt vollkommen dieses Unglaubliche bewusst wird. Ich bin zurück. Ja, weiß ich. Hier, aber die Botschaft ist, dass ich eigentlich du bin. Jetzt im Moment. Der sich alles ausdenkt. Du merkst jetzt, wie plötzlich diese klassische Vorstellung von Christentum und Verleuchteten, solange du das noch chronologisch denkst, wie das zerbröselt wird. Das wird komplett zerbröselt. Das sind auch bloß Bröseln, die du dir ausdenkst. Ein Jesus ist genauso ein Gedanke wie irgendein anderer Leuchteter oder Heiliger. Du hast mir das damals auch mit den Prostituierten gesagt und hast gesagt, Bianca, komm mal her, hör da hin. Und ich mir gedacht, was interessiert mich das? Ja? Jetzt fängst du langsam an, reifer zu werden. Ich habe das nicht vergessen, die ganzen Jahre. Und jetzt heilen wir das Ganze. Du musst es nur geschehen lassen. Alles geschehen lassen. Es ist immer wieder, es wird schon die Erkenntnis, dass Existieren das nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Weder der eigene Körper noch das, was du mein Sohn nennst oder meine Eltern nennst. Existenzen, Museen. Die hast du ja schon heimgeholt. Es ist festhalten wollen. Ich mache hier zum Beispiel mit KZs, wo ich immer wieder sage, ich bin kein KZ-Leugner, die existieren doch jetzt. Ich behaupte, die haben nicht existiert, solange wir sie nicht gedacht haben. Und wenn sie existieren, bist du noch dran? Jetzt ist er wieder da, der Unterbrecher. Ja. KZs existieren in dem Augenblick, wenn du sie denkst, wie alles. Und die Vergangenheit, die du dir ausdenkst, wo du nicht beschwören kannst, die du nur vom Hören sagen kannst, die ist austauschbar. Mhm. Jetzt kann ich wieder bloß sagen, zeig mir als Buch ein Beweis, ein Geschichtsbuch. Was ist das für eine Entmündigung? Was ist das für eine Art von freier Meinungsäußerung, wie ein Staat aufzwingt, was du für eine Vergangenheit zu glauben hast? Das sind nur Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ich kritisiere, ich bewerte das nicht, sondern ich weise dich darauf hin. Ich habe es doch erschaffen. Ich habe doch die ganzen Fehler erschaffen. Ja. Ich habe die ganzen Schizophrenen erschaffen. Ich habe die Guten erschaffen und die Bösen erschaffen. Es sind Figuren in einem Roman. Aber wer ist es, der das erlebt, der sich das ausdenkt? Der Autor, haben wir wieder, der Zeichenerwecker. Wer ist es? Zum einen der Leser, aber inwieweit erweckst du aus dem Zeichen vollkommene Vorstellungen? Doch immer bloß einseitige Vorstellungen. Nein, nur das, was in meinem Programm drauf ist, ja. Und genau das ist es, was ich dich jetzt erst einmal darauf hinweise. Dadurch musst du noch nicht aufwächern können, weil in jedem Leben lernst du was anderes. Und dann wirst du merken, dass Glückseligkeit, wo ich auch immer wieder anspreche, die Glückseligkeit, wo ich dich hinführe, hat nichts mehr mit existierenden Sachen zu tun, weil dann wäre es ja vergänglich. Das war mit meinem Ardo und mit seinen Drogenerfahrungen. Haben wir auch wieder zwei Seiten. Da haben wir einmal, ich denke mir jetzt einmal kaputte aus, die sich mit Drogen zumachen, weil sie davonlaufen wollen, die sich wegmachen wollen. Das ist die eine Seite, negativ, und die positive Seite, das sind dann viele wie Timothy Leary, Robert Anton Wilson, der Ardour, auch in einem gewissen Maß unser Bernie damals, der auch extreme Drogenerfahrungen hatte, die glauben, durch Drogen Bewusstseinserweiterung zu. Es ist auch, du kannst mit was existieren, denn das Vergängliche ist niemals das absolute Bewusstsein erreichen. Du kriegst solche Aha-Effekte, die aber genauso vergänglich sind. Denk an mein Beispiel auch mit Meditationstechniken von Osho. Ich sage, was ist der Unterschied, ob einer Yoga macht und meditiert oder ob er sich die Birne zusäuft? Ja. In beiden Fällen kannst du irgendwie, ich sage mal, einen Satori-Zustand kriegen. Der sich total zumacht mit Alkohol oder Drogen, oder derjenige, der sich hinsetzt und wegmeditiert eine gewisse Zeit. Das ist ja wie Einschlafen. Ob ich mir jetzt das Licht ausblase, weil ich mich eindämme in der Meditation und in der Stille bin, oder ob ich mich so zusauf, dass mir der Pforten abreißt, dann bin ich auch in der Stille. Aber was beide, weil das ausgedacht ist, der eine wird irgendwann einmal wieder wach sein und dann ist er wieder, wenn er heimgeht, hat er seine Probleme, und der andere wird nüchtern. Und ich sage, diese zwei Methoden, diese beiden ausgedachten Methoden führen dich nicht dahin, wo du eigentlich schon immer bist, was ich dir erkläre. In das Bewusstsein, dass du ein träumender Geist bist. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Jetzt spiegelt sich das, dass ich sage, mehr Bewusstsein hat der sich die Birne zusagt, weil der weiß, er hat ein Problem.
Und der, der meditiert, meint, er ist was Besseres. Ja. Er hat es verstanden, die ganzen Eso-Spinner. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Wenn ich jetzt ein Musterbeispiel mal mache, ein Eckhart Tolle, den ich mir gebe, Ja. oder ein voran, der Karl Renz, der Debbewein. Aber Zum die jetzt, Teil, die ja. haben das nicht verstanden, weil das Figuren in meinem Raum sind. Die haben es deshalb verstanden, weil ich ihnen das zuspreche. Weil die in den Äußerungen eben das auf den Punkt machen. Aber dass das nicht hilft, so wie sie es mitteilen. Das sind doch die ganzen Ordnungen. Bring mir doch einen, der das wirklich versteht, weil die nicht so knallhart sind wie ich. Du musst komplett deinen jetzigen Intellekt durchschauen als eine einzige Lüge, egal was für einen Glauben du in dir trägst. Diese Beschwörungskunst, im tiefsten Innern sind das alles tiefgläubige Materialisten. Warum? Weil wir die bisher als tiefgläubige Materialisten gedacht haben. Ja. Die chronologisch, unbewusst chronologisch denken, felsenfest davon überzeugt sind, dass wir sterbliche Säugetiere sind. Dass er gesund und er krank gibt. In Wirklichkeit ist alles auf der höheren Ebene ist alles ganz anders. Im Anfang war das Computerprogramm und vor dem Computerprogramm stehen wir. Und da gibt es keine, bei mir gibt es keine Schutzzuweisungen. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nichts und niemanden, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er jetzt in meinem Kopf genauso ist, wie ich ihn mir denke. Gleichgültig, okay. Ob das eine bewusst gedachte oder eine sinnlich von mir gemachte Information, sinnlich wahrnehmbar gemachte Information ist. Ob ich es jetzt nur feinstofflich habe oder auf die Farbe stelle. Realisiere. Es bleibt meine Information, die es ohne mich nicht gibt. Bist du schon ich? Und du bist ich, außer du wehrst dich dagegen und du bist lieber der Brösel noch eine Zeit lang, der du jetzt zu sein glaubst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist die Quelle von Leid. Und da mische ich mich nicht ein. Ich weise dich nur darauf hin, in der Hand hast du es. Da kommen immer dieselben Sätze. Wenn du das verstehst, begriffen hast du das mittlerweile. Und du merkst, das ist so hartnäckig, ne? Ja. Zur Kleinigkeit, ich schicke dir ein paar schöne, starke Männer nachts in deine Wohnung und sofort stürzt du wieder ab. Naja, das war auch mit der Anschuldigung meinem Sohn gegenüber, ja. Ja, das ist alles, man fühlt sich angegriffen. Das ist auch, wenn ich jetzt Arzt bin und ich höre solche Sachen, wo ich sage, Ärzte, da geht es nur ums Geld machen. Krankenhäuser sind Krankheiten Erfinder, das bist du, wenn du an untersuchst. Vom Selbstheilungsphänomen, das in jedem schlummert, nämlich in dem Geist, der sich selbst wieder heilen wird. Nämlich aufgrund der Kombination von JCH und ICH. Du bist heil und du bist im Meer, immer heil. Ich muss den Weg zurückführen. Aber erleben musst du dich an der Oberfläche auseinanderreißen. Ja. Und das ist nichts Negatives, außer du definierst es negativ. Okay. In den höheren komplexen Denken ist es, das ist doch spannend gewesen. Aber das siehst du nicht so, weil du nicht der Zuschauer bist, der sich selber beobachtet in seiner Rolle, weil du wieder in dem Moment vergessen hast, wer du bist. Auch wenn du dir das denkst, das ist der Beobachter, ich nenne es immer Tierchen gucken, das hast du so oft gehört, das ist ein vollkommen wertfreies Schauen, das überhaupt nichts mehr interpretiert, sondern sich bewusst macht, wie die Figuren interpretieren. Ja, das habe ich zum Teil, wie die in jedem Zimmer waren 3-4 Leute gestanden, das war 30, 40 Leute, alles war voll, alles war, da habe ich so zum Teil geschafft, das so, mir so cool anzuschauen und nur zu beobachten, aber halt nur zum Teil. Und es ist wieder eine selbsterfüllende Prophezeiung gewesen. Siehst du, das ist im Ganzen, ich habe es dir vorher gesagt. Viele Seiten vorher. Und das ist immer auch so Kleinigkeiten, wenn ich jetzt bei dir sage, du kriegst jetzt das mit, dass ich wirklich der bin, der ich bin. Ich bringe immer gerne meinen Professor Rainer, wo ich sage immer zum Rainer, ein altes Beispiel, mein Professor mit seinen Visionen, wo ich sage, es gibt ganz wenig jetzt auf dieser Brüssel, eben ganz wenig Menschen, denen ich so hundertprozentig sichere für sie Beweise gibt, dass ich der bin. Beim Rainer war er, hat er immer seine Visionen aufgeschrieben. Ich sage, jetzt schau mal, was du da aufgeschrieben hast, 10, 15 Jahre vorher, und er schaut genau an dem Dach, der das alles chronologisch gelistet, ist genau das drin gestanden, was ich ihm gesagt habe, was er da für eine Vision gehabt hat, weil ich der bin, der dir deine Visionen oder deine Einfälle gibt. Und jetzt steht unser Bild wieder, jetzt bist du wieder da. Aber selbst wir lassen es jetzt gut sein, das war ein Zeichen. Ich wollte nur sagen, dass hier, jetzt reißt die Leitung wieder ab, das ist jetzt eh genug. Ich weiß nicht, ob du mich hörst. Jetzt ist wieder da.
Das muss gut sein, weil jetzt spinnt die Leitung ein bisschen. Es ist es diejenige, die nicht wirklich Beweise innerhalb ihres eigenen Wissens gibt, wo die sagen, der hat es gewusst, bevor ich, das kann kein anderer wissen. Aber darum geht es. Also dann steht ja schon alles fest. Es geht nicht um den Udo, es geht um dich, um den Geist, der sich's ausdenkt. Ich mache keine Beweise als Brösel. Ich sage immer, ich bin ein Wegweiser, der ist vollkommen gleichgültig. Ja. Vor an mir vorbei, achte auf Holo-Feeling oder lass es sein. Das ist ein Akt deiner Reife. Ja. Wenn du angebissen hast, du merkst es ja, tauche ich irgendwann wieder auf, beziehungsweise ich gebe dir dann schon so, dass du automatisch wieder zurückkommst. Ja. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Auf die Freiheit. Ja, gut. Auf die Freiheit. Wir machen das schon. Ist alles schon passiert. Okay. Gut? Also, danke dir. Mach da Update raus übrigens schön, weil ich mache das Bild mit rein. Ist ja eh bloß für dich. Okay, danke. Ciao. Tschüss. Danke. Ciao. Danke.